Hallo und willkommen hier zusammen zu diesem dritten Tag der Veranstaltungsreihe Architektur lesen, Reading Architecture. Ich darf Sie an den Bildschirmen daheim oder im Büro oder wo auch immer Sie sind begrüßen auf dieser Art alternativer Buchmesse. Und ich darf Sie auch beglückwünschen. Sie sind hier nämlich einer Premiere zugeschaltet, die bereits den dritten Tag läuft. Zugeschaltet zur definitiv ersten gemeinschaftlichen Architekturbuchpräsentation der Architekturverlage, die online stattfindet. So wie die Frankfurter Buchmesse in diesem Jahr auch ausschließlich digital stattfindet. Die 10 Verlage, die sich hier für dieses Veranstaltungsprogramm an den Nachmittagen zusammengeschlossen haben, waren sich nämlich einig, dass die wunderbare Welt der Architekturbücher nicht untergehen darf in diesem Herbst, der so ganz anders ist, als was wir bisher kennen. Und sie haben dieses Programm auf die Beine gestellt, von dem wir heute nun den dritten und letzten Teil präsentieren dürfen. Ein großer Dank, und das möchte ich gleich am Anfang anfügen, geht dabei an Jutta Bornhold-Cassetti von Jovis und Birkhäuser, die von Beginn an diese Idee durch alle Unwägbarkeiten getragen hat, immer daran geglaubt hat, dass es stattfinden wird und die mit dazu beigetragen hat, dass wir heute hier sitzen. An Michael Kraus von M-Books, der auch wesentlich bei der Organisation und technischen Unterstützung dieser Veranstaltung beigetragen hat. Und an Peter Schmal vom Deutschen Architekturmuseum in Frankfurt, auf dessen Kanälen wir hier heute live zu Ihnen auf die Rechner streamen können. Wer vorgestern und gestern schon dabei war, kennt das Prozedere. Wir werden auch heute an diesem dritten und letzten Tag von Reading Architecture wieder im Halbstundentakt Bücher vorstellen. Wir werden ihre Verleger, Verlegerinnen, ihre Autoren und Autorinnen und ihre Herausgeberinnen kennenlernen und mit ihnen ins Gespräch kommen. Das Programm ist schön und dicht. Sie sehen es jetzt hier. Und wie Katrin Formanek, die den gestrigen Nachmittag moderiert hat, schon gesagt hatte, ist heute ein sehr politischer Nachmittag. Wir werfen einen Blick zu den radikalen Rändern Belgrads. Wir hören ein Gespräch zur Verbindung von Faschismus und Architektur. Wir bekommen den Atlas of Digital Architecture vorgestellt und ein Buch über rechte Räume. Und schließlich geht es um das hybride Publizieren, darum, wie man Print und Online verbinden kann. Im Anschluss, und darauf möchte ich jetzt schon hinweisen, wird hier auf YouTube auch der DAM Architectural Book Award vorgestellt und präsentiert. Diesem können Sie ab 17 Uhr live hier auch zuschauen. Bleiben Sie also dran, es lohnt sich. Und sollten Sie zu dem, was Sie jetzt hören und sehen, Fragen haben, können Sie das gern in den YouTube-Chat schreiben. Dieser wird etwa eine halbe Minute zeitversetzt zu unserer Aufzeichnung hier bei Ihnen ankommen. Wir werden aber versuchen, ihn aufzugreifen und an die Gesprächspartner weiterzuleiten. Genug der Vorrede. Wir kommen gleich, ohne viel Zeit zu verlieren, zum ersten Buch des heutigen Nachmittags. Belgrads radikale Ränder. Sie lesen es jetzt hier. Es ist erschienen im Adox Verlag und ab 25. Oktober, also kommende Woche, bereits in den Buchläden erhältlich. Die Autorin ist Linda Lackner. Linda Lackner ist Architektin und Architekturtheoretikerin. Sie hat Architektur an der TU Wien und an der Akademie der Bildenden Künste studiert und ist uns hier, wir sehen sie jetzt gleich, aus Wien zugeschaltet. Und ich begrüße auch Oliver Gemballa, den Gründer des unabhängigen Verlagsprojekts Adox in Hamburg. Hallo. Seit 2011 widmet sich seine Arbeit der Forschung und der Diskussion und der Entwicklung und schlussendlich der Publikation von Drucksachen zu Designtheorie, Architektur, Politik, Kunst und Sound. Von Wien
Und Hamburg nun geht es jetzt inhaltlich, gedanklich nach Belgrad. Die serbische Hauptstadt ist der Ausgangspunkt für die kritische Stadtforschung von Linda Lackner. Und in ihrem Buch, so heißt es in der Ankündigung, untersucht sie, wie Architektur- und Stadtplanungsmaßnahmen Identitäten, Ein- und Ausschlüsse produzieren, die sich über alle Epochen der Belgrader Planungspolitik hinweg beobachten lassen. Sie wird uns Auszüge aus dem Buch vorstellen und mit Oliver Gemballa gemeinsam über das Buch sprechen. Bitte schön, der Bildschirm gehört euch. Ja, hallo. Hallo, herzlich willkommen, Linda in Wien. Vielen Dank für die Einleitung und ja, erstmal vielen Dank, dass du mir das Projekt im November 2019 vorgeschlagen hast und die Arbeit dann eben ein Jahr auch später schon eben publiziert wird, kommt in der nächsten Woche heraus. Und ja, ich war von Anfang an sehr begeistert von der Materialdichte und der historischen Spanne, die du da erforscht hast, bis in die Gegenwart hinein und das Ganze bewegt sich ja an der Schnittstelle zwischen Architektur, Stadtforschung und politischer Theorie. Und Belgrad wird dabei eben unter den Gesichtspunkten von unterschiedlichen Vergangenheitspolitiken anhand der Architektur und Stadtplanung Entwicklung untersucht und andererseits eben mit dem Zusammenhang beziehungsweise dem Begriff des postpolitischen Zustands der europäischen liberalen Demokratien auf die Belgrader Planungspolitik hin untersucht. Und vielleicht magst du mal erzählen, wie du überhaupt auf das Projekt gekommen bist und wie es dann eben zu genau Belgrad kam. Ja, danke schön, danke für die Einführung und ebenso danke, Oliver, dass du das Buch unterstützt hast. Genau. Ich glaube, die Bildschirmpräsentation ist noch nicht ganz da. So. Genau. Danke. Genau, also mein Zugang zu Belgrad war eigentlich von mehreren Dingen geprägt. Also erstmal, wenn man, zumindest wenn man in Wien Architektur studiert, wird man irgendwann mal mit den Bildern oder auch den Plänen von Neubelgrad konfrontiert werden. Eben also das Paradebeispiel der sozialistischen Stadtplanung. Das heißt, darüber war die Stadt eigentlich schon länger immer mal wieder so im Hinterkopf. Aber ausschlaggebend dafür, dass ich mich dann wirklich intensiver damit beschäftigt habe, war eigentlich ein Vortrag von zwei Aktivistinnen der Gruppe Nea Davimo Beograd im Rahmen des Urbanize Festivals in Wien. Das war schon im Jahr 2017. Nea Davimo Beograd heißt ungefähr so viel wie Don't Let Belgrade Drown und hat sich im Rahmen der Proteste gegen das Stadtentwicklungsprojekt Belgrade Waterfront gegründet. Auf das werden wir danach auch nochmal zurückkommen. Genau, diese Aktivistinnen sind international recht gut vernetzt und kommen selbst aus den Bereichen Architektur und Stadtplanung und haben eben versucht, dieses Projekt und die Probleme, die das mit sich bringt, an die Öffentlichkeit zu bringen und ein Bewusstsein eben dafür zu schaffen. Genau, das hat dazu geführt, dass ich dann erstmal für ein paar Tage nach Belgrad gefahren bin und eben ein paar Tage dort verbracht habe. Und da war mir dann recht schnell klar, dass ich mir diese Stadtplanungsprozesse eben jetzt nicht nur die derzeitigen, sondern eben auch die mit den historischen auseinandersetzen möchte, weil die eben sehr vielfältig sind und recht viel Aufschluss auch über die jeweiligen Hegemonien, die in Belgrad ja sehr häufig gewechselt haben, informieren. Genau. Auf dem Bild, das Sie da jetzt sehen, ist eben auch schon die Baustelle von dem angesprochenen Stadtplanungsprojekt zu sehen. Bevor ich jetzt über dieses und andere Projekte rede, würde ich noch gern kurz einen Überblick über das Buch verschaffen. Und zwar stellt, wie schon gesagt, das Buch eine theoretische Untersuchung dar, die sich mit radikalen und ideologischen Einschnitten, sowohl stadtplanerisch als auch architektonisch, in der Geschichte und Gegenwart der serbischen Hauptstadt Belgrad befasst hat. Das Buch lässt sich grob in drei Abschnitte unterteilen.
den ersten sehen Sie das bereits. Und zwar der erste ist eine historische Untersuchung der Stadtplanungsgeschichte Belgrads. Der zweite Punkt ist die Analyse konkreter Orte und deren Transformation eben über politische und ideologische Hegemonien hinweg. Der dritte Teil bildet eine theoretische Reflexion dieser Orte. Die theoretische Ebene stützt sich dabei vor allem auf Fragmente der postdemokratischen bzw. postpolitischen Theorien Chantal Mouffe und Jacques Rosières. Mithilfe der Kontextualisierung einiger Begrifflichkeiten der beiden, wie der Polizei, der Aufteilung des Sinnlichen, der Anteillosen oder eben des Prozesses des Erscheinens, war es möglich, eben die zumeist abstrakte und nicht explizit räumlich gedachte Theorie auch für eine konkrete Stadtforschung und städtebauliche Analyse nutzbar zu machen. Das Buch gibt einen Einblick darüber, welche stadtplanerischen Transformationen die Stadt Belgrad in den letzten circa 80 Jahren durchlaufen hat. Der Fokus liegt dabei ab Ende des Zweiten Weltkriegs und der Fragestellung, welche gesellschaftlichen und gedenkpolitischen Ausschlüsse oder Anteile von Menschen durch die jeweils konstruierte Ordnung geschaffen wurden. Die Stadt Belgrad ist kaum wie eine andere europäische Stadt von stetiger Zerstörung, Wiederaufbau sowie umfangreichen ideologischen Stadterneuerungen geprägt und sticht durch die Häufigkeit und Radikalität dieses Neuschreibens der Stadt hervor. Das liegt vermutlich auch an der geopolitischen Lage der Stadt zwischen Ost und West, zwischen Großmächten wie dem ehemaligen Osmanischen Reich und der Habsburger Monarchie, später dann als Teil der Bewegung der blockfreien Staaten oder gegenwärtig zwischen der EU und Russland bzw. China, die eben abermals um die Vormachtstellung kämpfen. Zwei stadtplanerische Extrembeispiele der jüngeren Geschichte Belgrads stellt die nach Ende des Zweiten Weltkriegs begonnene Erweiterung der Stadt durch den neuen Stadtteil Neubelgrad dar. Ein Bild zu sehen in Präsident Tito damals vor einem Modell von Neubelgrad. Ein weiterer Schwerpunkt ist eben das bereits erwähnte Projekt Belgrade Waterfront, das Sie hier sehen, Präsident Vucic und einer der Investoren ebenfalls vor einem Modell. Das Projekt stellt eben ein Extrembeispiel von Investorenurbanismus dar. Die stadtplanerischen Veränderungen hatten und haben auch heute zumeist immer noch das Ziel, die jeweils vorhergegangene Ordnung so weit wie möglich aus dem Stadtbild auszulöschen oder aber sie durch Unkenntlichmachung in die neue Ordnung einzugliedern. Das betrifft nicht nur den Stadtraum an sich, sondern auch ganz bestimmte darin lebende Menschen. Sie wurden und werden noch heute in diesem Prozess als Anteillose im Sinne Rosières außerhalb der Wahrnehmung der Stadt platziert. Etwa dann, wenn sie keine herrschaftsstabilisierende Wirkung hatten oder aber ihre Sichtbarkeit gegen hegemoniale Kräfte entfachen könnte. Bei genauer Analyse werden die Widersprüche dieser dadurch festgelegten und vermeintlich allgemeingültigen Wahrnehmungsweisen ersichtlich. Sie geben Aufschluss darüber, wer und was und zu welcher Zeit und warum repräsentiert oder aber verdrängt werden sollte. Genau, das zum kurzen Überblick. Ja, du gehst ja auf sehr unterschiedliche Beispiele auch ein und vielleicht kannst du uns noch ein paar Orte vorstellen und kurz darlegen, wie du bei deiner Recherche vorgegangen bist, weil es ja schon ein sehr breites Spektrum ist. Genau, also bevor ich das erste Mal nach Belgrad gefahren bin, habe ich natürlich zumindest oberflächlich über die Stadt recherchiert. Es gibt auch sehr empfehlenswerte Bücher, zum Beispiel über die serbische Moderne. Aber es war eigentlich erst, als ich wieder zurück in Wien war, habe ich dann vor allem durch Archivmaterialien wie Masterpläne, von denen die meisten so nicht umgesetzt wurden, und aber eben auch durch viele historische Fotografien eigentlich erst erfassen können, was vor Ort eigentlich überhaupt nicht sichtbar und wahrnehmbar ist.
entweder weil die Orte und Strukturen so schlichtweg nicht mehr existieren oder aber eben, weil sie als quasi Träger bestimmter Symbole unkenntlich gemacht worden sind und die darunterliegenden Layer nicht mehr zu erkennen und auch nicht mehr lesbar sind. Genau, ich würde jetzt auf das erste Beispiel, das man eh schon sieht, etwas genauer eingehen. Genau, und zwar, das bildet auch den wichtigsten, in meinen Augen wichtigsten historischen Schwerpunkt des Buches. Und zwar ist das das 1937 am Ufer des heutigen Neubelgrads errichtete moderne Messegelände, das Sie im Vordergrund sehen. Also im Vordergrund das, ist Neubelgrad und im Hintergrund auf dem anderen Ufer der Save ist eben das historische Belgrad. Genau, anhand von dem Projekt wird einerseits der Gründungsmythos Neubelgrads hinterfragt und auch die Monopolstellung der Kommunistischen Partei Jugoslawiens unter Tito hinsichtlich der Konstruktion kollektiver Erinnerungen thematisiert. In diesem konkreten Fall stellt die Erzählung Neubelgrads vom ideologischen Neubeginn nach dem Zweiten Weltkrieg auf unbebauten und unbelasteten Gebiet im Grunde eine historische Unwahrheit dar und soll daher eine Revision erfahren, der sie einen wichtigen Teil der Belgrader Stadtgeschichte verdrängt. Auf den beiden Bildern, auf den beiden Seiten sehen Sie jetzt auf der rechten Seite den deutschen Pavillon dieses internationalen Messezentrums im Jahr 1938, wo schon zu erkennen ist, dass die Nationalsozialisten den Pavillon für Propagandazwecke genutzt haben. Dieses Messezentrum wurde aber nur bis 1941 als solches genutzt und mit dem Einmarsch der Nationalsozialisten im April 1941 in Belgrad wurde es zum Konzentrations- und später Anhaltelager umfunktioniert. In den Jahren 41 bis 44 wurden dort mehrere Zehntausende Menschen ermordet, je nach Quelle 20 bis 40.000. Diese Jahre als Konzentrationslager wurden aber aus der öffentlichen Wahrnehmung verdrängt, da sie den neuen Mythos belasteten. Die Geschichte der Opfer wurde damit außerhalb der festgelegten Wahrnehmungsweisen platziert. Auf den Bildern sehen Sie den Zustand des zuvor gesehenen Pavillons im Jahr 2012. Genau, diese Nichtwahrnehmung der Opfer hat vor allem nicht-kommunistische Opfer wie Jüdinnen, Juden und Roma und Romnia betroffen. Sie wurden in der dualen Ordnung von entweder kommunistischen Revolutionären oder den feindlichen Konterrevolutionären nicht erfasst. Und sie können demnach als Rosières Anteillose bezeichnet werden, weil sie weder innerhalb des Stadtraums noch innerhalb der offiziellen Gedenkpolitik repräsentiert sind. Ein weiterer Ort, ein ganz anderes Beispiel, ist der Čika-Turm in Neubelgrad, der heute Usche-Turm heißt. Der Turm wurde 1964 errichtet und war bis ins Jahr 1990 das Hauptquartier des Zentralkomitees der Kommunisten Jugoslawiens. Während der goldenen Jahre Jugoslawiens blieben in manchen Büros in der Nacht das Licht an, um den Schriftzug Tito auf der Fassade zu bilden, was Sie auf der linken Seite sehen. Nach 1990 und während des Kollaps des Staatenverbandes wurde das Gebäude an staatstreuer serbische TV-Sender vermietet. Auf der Fassade war nun nicht mehr Tito zu lesen, sondern ein Bild des serbischen Kreuzes, bestehend aus 4S, beziehungsweise im Kyrillischen aus 4C, die übersetzt etwas wie nur Eintracht rettet die Serben bedeutet. Und in der Mitte das orthodoxe Kreuz. Während des NATO-Bombardements 1999 wurde der Turm schwer beschädigt und blieb dann einige Jahre als Ruine stehen, was Sie zuvor ganz rechts gesehen haben. Im Jahr 2005 wurde der Turm nach einer Generalsanierung wieder eröffnet. Im Zuge der Renovierung wurde die beschädigte Fassade mit generischen Glaspaneelen geschlossen.
Und es wurde sichergestellt, dass der Turm frei von jeglichen Verweisen auf die kommunistische Ära ist und wurde in das neue, erstrebte Stadtbild Belgrads eingefügt. Neben einigen Bankenzentralen beherbergt der Turm heute unter anderem ein Einkaufszentrum. Genau. Und anhand dieser Bildserie ist gut abzulesen, die Transformation Jugoslawiens vom sozialistischen Vielvölkerstaat zum heutigen turbokapitalistischen Serbien und verdeutlicht die Transformierbarkeit des Gebäudes über unterschiedliche Ideologien hinweg. Okay, vielen Dank. So, ich weiß jetzt nicht, hört man mich? Dann wäre das ja sozusagen eher jetzt der vergangenheitspolitische Schwerpunkt oder so. Und dann nochmal auf den Haupttitel des Buchs zurückzukommen, Belgrads radikale Ränder. Kannst du das noch ein bisschen erläutern, wer damit gemeint ist? Das bezieht sich ja sehr stark auch auf die Gegenwart und wie du das beschrieben hast. Genau, also ich bezeichne in dem Buch die radikalen Ränder, mit radikalen Rändern bezeichne ich in dem Buch eben die untersuchten Orte. Ich nenne sie radikal, weil sie eben möglicherweise Ausgangspunkt einer radikal-demokratischen Stadtpolitik sein könnten. Ränder, weil sie eben am Rande oder auch außerhalb der hegemonialen Ordnung der Stadt angesiedelt sind. Das bei ihnen handelt es sich um eine Art Zwischenräume, die noch nicht vollständig durch die städtische Polizeiordnung festgelegt sind. Was bei ihnen bei genauer Analyse an den Tag tritt, ist jenes, was eigentlich aus der autoritären Geschichtsschreibung verbannt werden sollte. Gleichzeitig betrifft es auch die dort lebenden Menschen, die als Anteillose in der Gesellschaft nicht gesehen und nicht gehört werden sollte. Ich schreibe diesen Rändern eine Art emanzipatives Potenzial zu, dadurch sie Risse in dieser Ordnung aufgezeigt werden und damit Ungleichheiten benannt werden könnte. Im Fall des zuvor erwähnten Messezentrums und späteren Konzentrationslagers handelt es sich heute um ein sehr begehrtes Grundstück, das direkt am Ufer der Save gelegen ist. Und bereits 2013 wurden dort mit den ersten Zwangsräumungen und Delogierungen der dort lebenden Menschen begonnen. Gerüchten zufolge soll in Zukunft ein Einkaufszentrum an eben diesem Ort entstehen. Das heißt, solange diese Orte, eben diese radikalen Ränder, nicht in diese postpolitische Ordnung, eben in Form eines Einkaufszentrums eingegliedert werden, sind sie es eigentlich, die Risse in dieser vermeintlich alle umfassenden Ordnung der Stadt aufzeigen könnten. Das heißt, die radikalen Ränder sind immer gleichzeitig Orte, an denen Kämpfe um die Hoheit über erinnerungspolitische Fragen ausgetragen werden könnten. Zu Beginn hast du ja bereits das Belgrade Waterfront Projekt erwähnt und du bezeichnest da das Handeln der serbischen Regierung im Rahmen dieses Projekts als postpolitisch und damit Belgrad als postpolitische Stadt. Was unterscheidet sich da oder ähnelt vielleicht auch anderen Großstädten in Belgrad und was hast du da genau feststellen können, was eben diese Aspekte des Postpolitischen angeht? Genau, also grundsätzlich unter dem kann der Begriff der postpolitischen Stadt eigentlich synonym mit der neoliberalen Stadt verwendet werden. Das heißt, Aspekte, die sie auszeichnen, ist die totale Ökonomisierung des öffentlichen Raums, zumeist mit dem Narrativ von wirtschaftlichem Aufschwung und städtischer Wettbewerbsfähigkeit, angeblich eben immer im Interesse der gesamten Bevölkerung. Charakteristisch für eine postpolitische Stadtplanung ist, dass eben anstelle des demokratischen Ausverhandelns und der eigentlich soziopolitischen Funktion von Stadtplanerinnen und Architektinnen immer ein rein profitorientiertes und managerhaftes Aushandeln von vermeintlich angebrachten Lösungen entsteht.
glaube, wir werden vielleicht auch aufgrund der Zeit direkt weitergehen zu dem jetzt schon mehrfach angesprochenen Beispiel Belgrade Waterfront. Also was Sie da jetzt hier sehen, ist ein Rendering von dieser geplanten Stadterneuerung. Der Plan, also die serbische Regierung versucht in Kooperation mit einem Investor, Eagle Hills aus Abu Dhabi, einen Stadtteil für 17.000 Bewohnerinnen zu errichten. Bestehen soll aus luxuriösen Eigentumswohnungen, dem größten Einkaufszentrum des Balkans und einer Reihe von 5-Sterne-Hotels. Nur um ein paar Zahlen zu nennen, die Eigentumswohnungen werden zu einem Durchschnittspreis von 450.000 US-Dollar verkauft, während das durchschnittliche Einkommen in Serbien bei 350 bis 400 Euro pro Monat liegt. Das heißt, allein schon an dieser Diskrepanz wird eigentlich der Widerspruch der einerseits nationalistischen Rhetorik der serbischen Regierung und andererseits ihres neoliberalen Handelns offensichtlich. Der gesamte Planungsprozess dieses Projektes verlief im Geheimen. Bis heute ist nicht klar, wer die Autoren des Plans sind. Und zu keiner Zeit wurden lokale Expertinnen, Stadtplanerinnen oder Architektinnen mit einbezogen. Unterstützt wird die Regierung dabei von staatstreuen Medien, die einen Konsens über die Notwendigkeit des Projekts reproduzieren und über bestehenden Dissens nicht berichten. Ein solcher Dissens wird etwa, Oliver, das nächste Bild bitte. Genau, ein solcher Dissens wird etwa durch die eingangs erwähnten Proteste und Aktionen der aktivistischen Gruppe Nedavimo Beograd artikuliert, die eben versuchen, den Konsens über die Notwendigkeit des Projekts aufzubrechen und die breite Bevölkerung über Pläne, Gefahren und Risiken zu informieren, die das Projekt mit sich bringt. Durch die Erklärung des Projekts als eines von nationalem Interesse durch die serbische Regierung wurde ein Gesetz extra dafür verabschiedet. Durch dieses Gesetz ist es den Investoren ermöglicht, sich über bestehende Gesetze wie Ausschreibungs- und Vergabeprozesse sowie über den bestehenden Bebauungsplan hinwegzusetzen. Abgesehen davon legitimiert das neue Gesetz die Enteignung und Vertreibung der auf dem Baugebiet lebenden Menschen. Widerstand seitens der Bewohnerinnen entgegnet die Regierung mit roher Gewalt, wie etwa den illegalen Nachtabrissen einer Reihe von bewohnten Gebäuden im Jahr 2016, das Sie jetzt auf dieser Seite sehen. Das Projekt stellt damit eigentlich das Paradebeispiel davon dar, was passieren kann, wenn ein Staat oder eine Stadt die gesamte Verantwortung über seinen Grund und Boden in die Hände von privaten Investoren legt, die keinerlei Interesse an der tatsächlichen Entwicklung eines Ortes im Sinne der Bewohnerinnen haben. Das sind, wie Oliver zuvor schon erwähnt hat, Prozesse, die global stattfinden. Aber Belgrad befindet sich in meinen Augen nochmal in einer speziellen Lage, auch aufgrund seiner geografischen Lage, die diese Prozesse eben noch verstärken. Das heißt, in den vergangenen Jahrhunderten waren es Kriege, über die territoriale Ansprüche auf Belgrad gestellt wurden. Heute sind es keine Kriege mehr, sondern die Kämpfe um die politische Vormachtstellung finden heute unter dem Deckmantel der Stadtplanung bzw. Stadtentwicklung statt. Ja, ich fürchte, vielen Dank, Linda, dir erstmal für die ausführliche Darlegung. Es ist jetzt 14.59 Uhr. Es gab zwar eine längere Einleitung, aber ich glaube, aus Respekt vor den anderen Kolleginnen und Kollegen werden wir an dieser Stelle, auch wenn wir noch zwei eigentlich sehr spannende Punkte gehabt hätten, werden wir das Ganze jetzt, glaube ich, in diesem Moment abbrechen müssen. Oder es ist 14.59 Uhr, ja. Vielen Dank dir und allen Kolleginnen und Kollegen, die das Ganze möglich gemacht haben und dem DAM für die Möglichkeit, an dieser Stelle Ausschnitt unserer Arbeit präsentieren zu können. Und dann viel Spaß bei den weiteren Präsentationen und danke dir, Linda, nach Wien und danke, Friederike, auch nach Frankfurt vielleicht? Nach Berlin. Berlin, okay. Ja, vielen Dank von meiner Seite auch. Danke sehr.
Herzlichen Dank euch beiden für dieses wunderbar spannende und hochpolitische Projekt. Ich kann vielleicht von meinem Eindruck her sagen, man darf dem Buch ja wünschen, dass es bald möglichst auch mindestens in Englisch, wenn nicht noch in einer weiteren Sprache erscheinen kann, um auch diejenigen zu erreichen, die es dort vor Ort auch betrifft oder überhaupt, wie ja eben gehört und gesagt wurde, auch in aller Welt die gleichen Prozesse stattfinden. Vielen Dank an euch und viel Erfolg für die Verbreitung der Gedanken, die in diesem Buch stehen. Vielen Dank. Wir kommen pünktlich zum zweiten Buchbeitrag an diesem Nachmittag. Es ist ein Buch aus dem Verlag M-Books und es trägt den Titel Faschismus und Architektur, Max Rechers Auseinandersetzung mit Albert Speer. An diesem Buch, das Ende November erscheinen soll, also Sie haben noch nichts verpasst, es kommt erst und wir werden hier dieses Mal eine erste Lesung oder einen ersten Einblick gewinnen können. An diesem Buch sind sehr viele beteiligt. Da wäre natürlich zuallererst die Autorin Friederike Lausch. Friederike Lausch wird auch gleich bei uns sein. Sie hat in Weimar Architektur studiert und in Frankfurt in Fachkunstgeschichte promoviert. Und nach ihrer Dissertation hat sie ein Postdoc-Fellowship der Wüstenrot-Stiftung bekommen, um dieses Buch zu schreiben. Herzlich willkommen, Friederike Lausch. Das Buch hat darüber hinaus zwei institutionelle Herausgeber. Da wäre zunächst die Wüstenrot-Stiftung, die dieses Buch unterstützt hat, und das CCSA, das Center for Critical Studies in Architecture, das wiederum ein Zusammenschluss oder eine Gründung vom Deutschen Architekturmuseum, der Architekturfakultät der TU Darmstadt und der Kunstgeschichte, dem Kunsthistorischen Institut der Goethe-Universität Frankfurt ist. Und stellvertretend für das CCSA begrüßen wir hier Oliver Elser vom Deutschen Architekturmuseum. Wir sehen ihn bereits. Und Carsten Ruhl, der auch gleich bei uns sein wird vom Kunsthistorischen Institut der Universität Frankfurt. Herzlich willkommen. Und last but not least, Michael Kraus, ein vertrautes Gesicht in dieser Runde von M-Books. Wir haben ihm vorhin schon für die Organisation gedankt, von der Seite des Verlegers, wo das Buch erschienen ist. Herzlich willkommen. Wenn ich das so sagen darf, wird Friederike Lausch jetzt erst kurz ein bisschen was über ihre Forschungen erzählen und im Anschluss daran mit den Herren ins Gespräch kommen. Viel Vergnügen. Ich würde mich noch ganz kurz dazwischen schalten, das haben wir so besprochen. Ich will auch kurz begrüßen und kurz Friederike Meyer danken für die Anmoderation und natürlich dem DAM, dass sie uns hosten. Und da schließt sich ja im Prinzip auch der Kreis, weil das DAM jetzt auch erstmals ganz aktiv in Erscheinung tritt. Das DAM, das wurde eben schon gesagt, ist mit Teil des CCSA, des Center for Critical Studies in Architecture, an dem das DAM als Museum, die Universität in Frankfurt und Darmstadt beteiligt sind. Man muss das vielleicht betonen, dass diese Art von Kooperation relativ einmalig ist. Oder? Die gibt es meines Wissens in der Form nicht nochmal. CCSA Topics, das ist die Schriftenreihe des CCSA, von der ich sehr froh bin, dass M-Book sie verlegen darf. Und im letzten Jahr ist bereits dieses Buch erschienen, CCSA Topics 1, Max Becher, 50 Meter Archiv. Das war sozusagen erstmals der Versuch oder ja, der erfolgreiche Versuch, den Nachlass von Max Becher, der am Damm bewahrt wird, zugänglich zu machen. Und daran waren Friederike Lausch, Carsten Ruhl und auch Oliver Elser gemeinsam mit Christiane Salge als Herausgeber beteiligt. Nun ist Friederike Lausch die alleinige Autorin des zweiten Bandes, der eine Tiefenbohrung ist, könnte man sagen, zum ersten Teil, in dem das Kapitel Speer und Er, Max Bechers Beschäftigung mit Albert Speer, nur einen relativ kleinen Teil eingenommen hat, der aber so viel Material zutage förderte, dass es sich lohnen würde, da noch genauer nachzuforschen. Das konnte Friederike Lausch dank eines Fellowships der Wüstenrot-Stiftung tun, die auch das Buch jetzt unterstützt haben. Dafür wollen wir uns ganz herzlich bedanken. Und ich freue mich, dass du, Friederike, uns zunächst mal in das Thema einführst und uns präsentierst, was deine Forschungen ergeben haben.
Ja, vielen Dank, Michael, für die Ermöglichung dieser Buchvorstellung. Ich werde jetzt meinen Bildschirm teilen, damit Sie die Präsentation sehen. Genau, wunderbar. Auch vielen Dank an Carsten Rohl und Oliver Else für die Teilnahme. Ich freue mich nachher auf das Gespräch. Ich möchte kurz mit dem Kontext dieses Buches beginnen. Und zwar hat Michael Kraus ja schon gesagt, dass es der CCSA Topics Band 1 gibt. Das war eine Ausstellung und ein Seminar mit Studierenden. Und die hatten einen riesengroßen Fund gemacht. Und zwar haben die ein 15-seitiges Gedächtnisprotokoll gefunden. Genau. Von einem Besuch Max Bechers bei Albert Speer 1973. Und dieses Gedächtnisprotokoll bildet den Ausgangspunkt dieses Buches und es steht auch am Anfang des Buches. Zusammen mit diesem Gedächtnisprotokoll existiert im Nachlass von Max Becher, der sich im Deutschen Architekturmuseum befindet, eine Mappe von ungefähr 600 Blättern mit sehr, sehr unterschiedlichen Quellen. Diese Mappe ist von Becher betitelt worden mit Faschismus und Architektur. Daher kommt quasi der Titel dieses Buches. Und Sie sehen jetzt hier ein paar Abbildungen aus dem Innenteil des Buches. Und dann können Sie schon sehen, dass diese Quellen sehr unterschiedlich sind. Es gibt kleine Schnipsel, es gibt Typoskripte und Manuskripte, es gibt Dialisten und es gibt auch eine Diasammlung von Max Becher. Genau das bildete quasi den Grundstock meines Fellowships, finanziert durch die Wüstennotstiftung, wo ich mich auch nochmal recht herzlich bedanken möchte. Wer war Max Becher? Max Becher lebte von 1925 bis 2011. Er war Architekt und Professor an der TU Darmstadt. Er ist vielen bekannt als Preisrichter. Er hat an über 400 Architekturwettbewerben teilgenommen. Und er ist aber auch ein Vortragender und Publizist gewesen. Er hat sich mit einer Reihe von Themen beschäftigt. Und eines davon ist Faschismus und Architektur. Was war Bechers Interesse an Albert Speer? Da muss zunächst gesagt werden, dass er in den 1970er Jahren Vorträge gehalten hat über Faschismus und Architektur. Sie sehen hier in Karlsruhe, Stuttgart, Zürich, Darmstadt und Braunschweig eine Übersicht. Und hier zum Beispiel betitelt die Badische Neueste Nachrichten, also berichtet von seinem Vortrag mit dem sehr schönen Titel Architekten besonders anfällig gegenüber Ideologien jeglicher Art. Diese Vorträge sind heute nicht wirklich mehr bekannt, weil sie nie publiziert worden sind. Es ist auch so, dass Becher leider kein Manuskript verwendet hat für diese Vorträge, sondern er hat frei anhand von Stichworten, von Zitaten, von Notizzetteln geredet. Das heißt, in diesem Buch rekonstruiere ich diese Vorträge, ich rekonstruiere seine Argumentation, was ist für ihn Faschismus, wo sieht er den Faschismus, wo sieht er einen gegenwärtigen Faschismus. Und Teil dessen ist auch seine Auseinandersetzung mit Albert Speer. Das Besondere oder das Interessante an Bechers Auseinandersetzung mit Faschismus und Architektur ist eigentlich, dass ihm eine eindeutige Positionsbestimmung schwerfällt. Er schwankt immer wieder. Er schwankt auf der einen Seite zwischen einem alleinigen Fokus auf das architektonische Werk, vor allem in stilistischer Hinsicht. Das heißt, ökonomische oder politisch-strukturelle Aspekte genauso wie soziale Entwicklung treten bei ihm dann eigentlich in den Hintergrund. Und auf der anderen Seite beschäftigt er sich mit den Personen, mit den Architekturschaffenden, mit ihrem Ehrgeiz, mit ihrem Bestreben, ein großer oder eine große Architektin zu werden, mit ihrem Opportunismus und in ihrer Teilhabe an politischen Organisationen. Und das heißt, er schwankt immer wieder so zwischen Werk und Person. Und daraus lässt sich auch erklären sein spezifisches Interesse an Speer, das zunächst nicht auf eine Verurteilung zielt. Also er will ihn nicht verurteilen, sondern will eigentlich seine Architektur wertschätzen. Und wie Sie wissen, war Speer im Dritten Reich nicht nur Architekt, sondern er war ab 1937 Generalbauinspektor für die Neugestaltung der Reichshauptstadt Berlin und ab 1942 Reichsminister für Bewaffnung und Munition sowie Leiter der paramilitärischen Bautruppe Organisation Tod. Das heißt,
Bei Speer fällt gerade diese Trennung zwischen politischem Handeln und architektonischem Schaffen unfassbar schwierig. Becher nimmt also Kontakt zu Speer auf. Es geht ihm primär und zunächst darum, sein architektonisches Schaffen zu bewerten, und zwar in einem größeren architekturhistorischen Kontext. Das heißt, vor allem im Vergleich mit Bauwerken, die zur gleichen Zeit aber in anderen Ländern entstanden sind, zum Beispiel in Frankreich, in den USA, in Italien, in der Sowjetunion. Das heißt, es ist eigentlich eine Betrachtung seines Schaffens losgelöst vom politischen oder gesellschaftlichen Umfeld. Das ist zunächst der Ausgangspunkt. 1973 kommt es zu dem Treffen, und bevor ich über dieses Treffen spreche, ganz kurz nochmal zu Speer. Wie Sie wissen, hat er auf dem Nürnberger Kriegsverbrecherprozess den Internationalen Militärgerichtshof von seiner angeblichen Unwissenheit überzeugt. Er war der Einzige, der Verantwortung eingestanden hat, also keine Schuld, sondern aber Verantwortung. Und er entging damit der Todesstrafe. Er musste nur 20 Jahre in Haft, und zwar im Kriegsverbrechergefängnis in Spandau. Dort wird er 1966 entlassen und kommt dann zurück in die Öffentlichkeit. Und er ist in TV-Sendungen, er gibt Zeitungsinterviews und er veröffentlicht seine beiden ersten Bücher, einmal die Erinnerungen und die Spandauer Tagebücher, die unglaubliche Publikumserfolge werden und die in viele Sprachen übersetzt werden. Und mit diesen Büchern bestimmt er eigentlich den Blick auf das Dritte Reich, auf Hitler und auf seine eigene Position im Machtgefüge des Nationalsozialismus. Also er hat von sich immer dieses Bild kreiert, dass er ein unpolitischer Architekt gewesen sei, ein Technokrat, der von allem nichts gewusst habe. Und natürlich wissen wir heute, dass es nicht der Wahrheit entspricht. Und es gab auch frühe wissenschaftliche Arbeiten, die schon ans Licht gebracht hatten, dass er zum Beispiel an der Errichtung von Konzentrationslagern beteiligt war. Und dennoch muss man sagen, dass ich sein Bild in der Öffentlichkeit eigentlich erst nach seinem Tod 1981 ändert. Das Treffen mit Becher findet 1973 statt, also weitaus vorher. Und dieses Gespräch ist für Becher vor allem enttäuschend. Und diese Enttäuschung möchte ich Ihnen anhand von einigen Zitaten aus dem Gedächtnisprotokoll darlegen. Das Paar Becher kommt quasi bei Speer an, und diese Szene beschreibt Becher in seinem Gedächtnisprotokoll, und ich zitiere ihn: Bis wir aus dem Wagen gestiegen sind, steht er schon am Eingang, um uns zu begrüßen. Freundlich, aufrecht, scheinbar ungezwungen. Er führt uns in sein Arbeitszimmer, der Raum eines kultivierten Mannes, der Schriftsteller, Gelehrter, Wissenschaftler, Akademiker sein könnte. Das heißt, Sie hören schon, er spricht von einem sehr kultivierten Herrn. Daraufhin stellt Becher ihm sehr viele Fragen. Und Speer weicht diesen Fragen aber immer auf und antwortet nur sehr, er weicht ihnen aus und antwortet nur sehr kurz, sodass Becher notiert, Zitat: Seine Antworten sind ziemlich unergiebig. Er spinnt keinen Faden weiter. Zitat Ende. Als Becher dann nach der Verantwortung des Architekten für die Gesellschaft fragt, also auch Fragen des Opportunismus und des politischen Involviertseins von Architekten, da formuliert er in seinem Gedächtnisprotokoll Folgendes, Zitat: Seine Antwort, also Speers Antwort, lässt erkennen, dass er eine Problematik da nicht zu erkennen scheint, wo sie für uns liegt, sondern meinte nur, das sei an Paul Schmidhenner so großartig gewesen, dass dieser immer gesagt habe, als Architekt müsse man immer die volle Verantwortung tragen für das, was man tue, und so habe er sich ja auch in Nürnberg verhalten, Verantwortung tragen. Zitat Ende. Speer verweist hier natürlich auf auf seine als ehemaliger Rüstungsminister eingestandene Mitverantwortung für die Verbrechen des Nationalsozialismus in Nürnberg. Und Becher hatte ihn aber als Architekten angesprochen. Und in diesem Bereich scheint Speer überhaupt kein Vergehen zu sehen. Und das überrascht natürlich, wenn man weiß, dass er gerade in den Anfangsjahren für die NSDAP die Großkundgebung inszeniert hat als Architekt. Am Ende zeigt sich Becher unfassbar ernüchtert. Er schreibt, Zitat: Ich habe das Gefühl, gegen 9 Uhr es sei genug. Dann stehen wir auf. Er ist müde und wirkt sehr grau.
Die Füße stecken in dunkelgrauen Wollsocken, sichtbar angeschwollen. Das heißt, aus dem anfänglichen Bild eines kultivierten Mannes wird das eines alternden Mannes mit Wollsocken und angeschwollenen Füßen. Für Becher bereitet die Person Speer eigentlich erhebliche Probleme. Bei ihm gelingt diese Trennung zwischen Werk und Person einfach nicht. Und das wird noch einmal unterstrichen durch die Publikation, die 1978 erscheint, in dem die Entwürfe von Speer zwischen 1933 und 1942 publiziert werden. Und Becher sagt, es sei, Zitat, eine Festschrift, die herauszugeben dem Dritten Reich nicht mehr vergönnt war, Zitat Ende. Das heißt, sie ruft bei Becher sehr viel Ablehnung hervor und so geht es eigentlich vielen Rezensenten. Also die Rezensionen sind allesamt sehr kritisch. Und um dies zu untermauern, muss man wissen, dass Speer in dem Vorwort zu diesem Buch schreibt, dass er sein damaliges Schaffen zwar kritisch sehen wolle, aber bei der Betrachtung seiner Entwürfe immer noch, Zitat, verwunderten und erschreckten Stolz empfinde, Zitat Ende. Becher prangert in seinen Rezensionen Speers unreflektierten Umgang mit der eigenen Geschichte an. Und das ist wichtig, er übt auch Kritik an seiner Architektur. Sie sei megaloman, viel zu groß, es sei eine Imponierarchitektur und es sei ein Stilmischmasch. Also eigentlich wüsste Speer gar nicht, wie man mit bestimmten Stilelementen wirklich korrekt umgehen sollte. Das heißt, am Ende übt er sowohl Kritik an der Person als auch an seinem Werk. Das heißt, in dem Buch lege ich dar, wie sich Bechers Bild von Speer verschiebt. Aus dem kultivierten Architekten, der doch gewillt sein müsste, seine damaligen Fehler zu reflektieren, wurde ein alternder Mann, der nicht einsieht, dass er schlechte Architektur für einen Diktator entworfen hatte. Das soweit zur Einführung und ich denke, wir werden weitere Aspekte im Gespräch ansprechen. Ja, vielen Dank, Friederike, für diesen Einblick in deine Arbeit und auch schon in das Buch. Es sind ja Beispielseiten aus dem Buch gewesen. Können vielleicht auch zum Schluss noch kurz darauf eingehen. Ich würde gerne erstmal eine Frage in die Runde stellen. Diese Zusammenarbeit, aus der das Ganze hervorgegangen ist, eben das CCSE, DAM, Uni Frankfurt, TU Darmstadt, das sind ja sehr unterschiedliche Schwerpunkte, auch Zugänge zum Material, auch unterschiedliche Perspektiven und Expertisen, die da zusammenkommen. Mich würde mal interessieren, was hat denn die Kuratoren bewogen, diesem Thema diesen Raum zu geben? Und was hat die Architekturhistoriker bewogen, diesem Thema diesen Raum zu geben, dass man ja fast die ersten beiden Bände der CCSE-Topics damit füllt? Immerhin war es im ersten Band ja auch schon ein Thema. Soll ich mal, versteht man mich eigentlich? Ja. Ganz gut? Okay, super. Ich antworte mal für das Deutsche Architekturmuseum. Wir haben die Zusammenarbeit im Rahmen des CCSA ja schon vor, ich glaube 2017 ging es richtig los. Und es war unser großer Wunsch, mit den Partnern in Frankfurt und Darmstadt sowas wie ein dauerhaftes Gesprächsklima zu etablieren. Und indem sich, also das Becher-Seminar war jetzt nicht das erste Seminar, sondern ich glaube schon das dritte, indem man sich gemeinsam Ziele setzt und aber auch gewissermaßen eine Form von Verbindlichkeit eingeht und dauerhaft an größeren Projekten arbeiten kann. Also wir haben jetzt beispielsweise im vergangenen Jahr ist uns dann in einem anderen Seminar, wo wir uns mit Heinrich Klotz und seinen Interviews beschäftigt haben, die er mit Künstlern und Architekten geführt hat, ist sofort dann wieder auch das Becher- und Speer-Thema aufgekommen, als wir uns mit einem Tonbandabschnitt über Leon Krier beschäftigt haben. Das heißt, es gibt so eine ganze Kette von Themen, die man einfach viel besser verfolgen kann, wenn man nicht projektweise arbeitet, so wie wir das ja im Museum häufig tun. Also wir arbeiten da ganz stark natürlich auch ausstellungsgetrieben. Gerade deswegen war es uns wichtig, so einen anderen zeitlichen Horizont einzurichten und uns dauerhaft mit der Goethe-Universität und der TU Darmstadt zu einem größeren Projekt zu verpflichten, innerhalb dessen es dann irgendwie die unterschiedlichsten quasi Abstufungen und tatsächlich Tiefenbohrungen gibt. Und Becher schien uns
noch einen Takt zu Becher. Becher schien uns deswegen auch so ertragreich, weil es wirklich so vielschichtig ist. Also wir haben in dem allerersten Seminar uns mit den verschiedenen Rollen Bechers beschäftigt, als Architekt, als Publizist, als natürlich Preisrichter, als Netzwerker. Und dabei haben wir eben festgestellt, dass insbesondere dieser ganze Speer-Komplex so spannend ist, also auch aus dem Hintergrund der Geschichte unseres eigenen Hauses, weil wir da natürlich immer wieder auch an dieser Frage selber standen. Also unsere Vorgänger Heinrich Klotz, Vittorio Magnano Lamponiani, wie gehen wir eigentlich mit NS-Architektur um? So, das vielleicht da, zu der Perspektive erstmal. Wie ist das für die Architekturhistoriker, Carsten? Also ich vertrete jetzt mal alle Architekturhistoriker. Nein, also ich kann mich da nur anschließen, wobei vielleicht die Perspektiven doch dann ein bisschen unterschiedlich sind, trotz aller Kooperationen. Also aus der Perspektive der Architekturgeschichte ist jetzt erstmal dieses Buchprojekt ein Glücksfall. Warum, dazu komme ich gleich noch. Und das andere natürlich der Hintergrund insgesamt. Also die Tatsache, wie du es gerade schon gesagt hast, dass so eine Kooperation eigentlich einmalig ist, also dass man eben halt kuratorische Praxis hat, dass man Architekturgeschichte, Architekturtheorie oder allgemein Architekturwissenschaften miteinander verbinden kann, zudem noch unterschiedliche Hochschulen, die in unmittelbarer Nähe liegen, alle mit einem eigenen Interesse an Architektur aufeinandertreffen und dann gemeinsame Projekte daraus entstehen lässt. Das ist, glaube ich, also so stellt man sich eigentlich Architekturforschung vor. Und zwar eine Architekturforschung, die eben halt nicht nur das wiedergibt, was schon in den bekannten Büchern, die wir alle kennen, steht, sondern die wirklich eben halt auch an Archivmaterialien arbeiten will. Und insofern war das von dieser Seite her schon ein sehr, sehr gelungenes Projekt. Und ich hoffe, dass wir viele dieser Projekte noch zukünftig haben werden. Also, dass man ein Thema durch die Arbeit am Material, im Archiv, mit Studierenden heraus entwickelt, das immer mehr an Komplexität gewinnt. Natürlich muss man auch immer Dinge weglassen. Das sagt ja schon der Begriff der Tiefenbohrung. Und dass man dann sich fokussiert auf bestimmte Themen, die einem besonders relevant erscheinen. Und das war natürlich definitiv so ein Thema. Also das heißt, wenn man so einen Fund macht, ein Manuskript findet mit einem 15-seitigen Bericht über den Besuch Max Bechers bei Albert Speer mit all den Detailbeschreibungen und den, also auch literarisch natürlich ganz interessant, aber wie dann eben halt geschildert wird, wie so ein Interview oder so ein Gespräch abläuft, welche Erwartungen auch natürlich an die schon damals historische Persönlichkeit Albert Speer gestellt werden, die dann natürlich enttäuscht werden, und so weiter und so fort. Und das dann zum Anlass zu nehmen, solche konkreten Materialien, mit denen man ja erstmal umgehen muss. Man muss sie kontextualisieren, man muss versuchen, das überhaupt einzuordnen. Was heißt das eigentlich in den 70er Jahren? Wie hat man allgemein eben halt, wie ist man allgemein mit solchen Persönlichkeiten der NS-Zeit umgegangen, die sehr prominent waren? Da können wir jetzt auch Martin Heidegger als Parallelbeispiel nehmen, der ja auch rehabilitiert worden ist nach dem Krieg. Und wo man immer versucht, und das ist eine Parallele zur Architektur, seine Philosophie von seiner politischen Gesinnung, die er während der NS-Zeit hatte, zu trennen, was natürlich unmöglich ist, aber in der Philosophiegeschichte gang und gäbe ist, was wirklich ein substanzielles Problem darstellt. Ich würde stattdessen sagen, dass man das nicht kann. Es gibt bestimmte Begrifflichkeiten, die im Architekturdiskurs verwendet werden, aber auch in der Philosophie, die sich eindeutig schon auch ideologisch zuordnen lassen oder relativ eindeutig. Das ist das eine. Das andere ist, dass das CCSA einen Fokus einnimmt in Bezug auf Archivmaterialien, aber auch auf gebaute Architektur, der nicht mehr geleitet ist von den schillernden Gestalten der Architekturgeschichte. Wir interessieren uns nicht dafür, was die großen Figuren der Gegenwart oder auch der jüngeren Vergangenheit vielleicht an tollen, beeindruckenden Bauten errichtet haben, sondern uns interessieren Prozesse. Also wie wird Architektur verhandelt auf den unterschiedlichen Ebenen? Das kann auf der Ebene der Politik sein, das kann auf der Ebene von bürokratischen, administrativen Planungsprozessen sein.
Denn es ist doch einfach so, also im Unterschied zur Kunstgeschichte, die uns immer noch weismachen will, es gibt diese große Reihe von Superstars oder auch der Architekturgeschichte insgesamt, stellt man ja fest, dass ein Großteil der gebauten Umwelt doch tatsächlich eben halt von Leuten mitbestimmt wird, wie Max Becher, die eben halt nicht zu den schillernden Architektenpersönlichkeiten gehört haben im 20. Jahrhundert, aber einen unglaublichen Einfluss ausgeübt haben. Und drittens ist es natürlich wichtig, gerade zur Zeit so ein Thema differenziert anzugehen. Wenn aller Orten von rechten Räumen gesprochen wird, dann muss man einfach natürlich fragen, was ist denn damit gemeint? Und man kann jetzt hier sehen, wie das Thema natürlich über die Jahrzehnte hinweg immer eine gewisse Relevanz hatte und wo wir auf bestimmte Probleme stoßen, die uns vielleicht heute auch noch umtreiben. Also insofern nur ganz kurz eben halt dazu, also ich finde auf allen Ebenen ein besonders gelungenes Projekt und es ist durchaus wert, diesem Thema zwei Bände zu widmen und ich freue mich jetzt auf den zweiten. Wenn wir jetzt wieder beim Buch tatsächlich sind, du hattest, Carsten, das eben angesprochen, dass in dieser Zusammenarbeit ja auch diese unterschiedlichen Arten, wie man das Material behandelt, zusammenkommen. Da kommt die kuratorische Praxis und der Blick des Ausbreiten vielleicht des Materials, die Auslegeordnung machen und dann das bewerten, das vielleicht dann mit der architekturhistorischen Perspektive auch wieder ganz anders herkommt. Das Interessante an dem Buch finde ich ja auch genau diese Art und Weise, wie mit dem Material umgegangen wird. Man hat es vielleicht gesehen auf den Beispielseiten. Es gibt also im Prinzip einen Textteil, der das Buch einführt. Das ist die Arbeit von Friederike Lausch. Und es gibt einen Mittelteil, der eine Auswahl aus diesem Nachlassfundus ausbreitet, wie auf Tableaus. Und der einen auch ein bisschen durch diese sich wandelnde Wahrnehmung und Bewertung durch Max Becher führt. Ja? Und es gibt so längere Bildunterschriften, die durch das Buch leiten, sodass man im Prinzip auch anhand des Materials einfach wie in einer Ausstellung fast sich das Material aneignen kann. Kannst du dazu noch kurz eingehen, Friederike, was da der Prozess war, dass ihr euch für diese Art der Bearbeitung entschieden habt? Ja, also es war so, dass als ich im Archiv saß und diese Mappe aufgemacht habe, da einfach ein Sammelsurium an Zetteln war und es einfach am Anfang wirklich sehr schwierig war, auch zu verstehen, welche Texte sind eigentlich von Max Becher, was sind Abschriften. Er hat auch Abschriften von anderen Autorinnen und Autoren, in die er sich dann einfach reinschreibt. Also es war wirklich so eine ganz akribische Archivarbeit und wir wollten den Leserinnen und Lesern eigentlich auch genau das ermöglichen. Wir wollten eigentlich, dass sie diese Mappe aufmachen und auch die Schnipsel sehen, die Dialisten, diese wild zusammengestellten Zettel. Und deswegen haben wir gesagt, okay, es kann eigentlich nicht nur ein wissenschaftlicher Text sein, sondern auch das Archivmaterial an sich soll präsentiert werden. Jetzt ist es schon fast Schluss. Wir haben noch anderthalb Minuten. Es gab eben schon so das Anklingen durch Carsten Ruhl, dass diese Themen immer wieder aufkommen, oder? Man hat fast den Eindruck, es gibt so wie konjunkturelle Wellen, in denen man sich damit beschäftigt. Vielleicht ist die Frage zu groß jetzt für den Schluss, aber Friederike, du hattest das auch angedeutet. Becher war ja nicht der Einzige, der sich mit Speer beschäftigt hat, auch nicht mit dem Architekten Speer als solchen. Und es erscheint ja beispielsweise Leon Kriers Architekturbuch über Speer. Kann man das so kurz beantworten, wie Becher in dem Verhältnis zu bewerten ist mit seinem Zugang? Sein Buch ist ja nie erschienen, oder? Das ist das, was deine Arbeit ja auch so interessant macht. Genau, also das ist auch so dieses, also ich stelle so dar, wie er eigentlich ringt damit, dass er es nicht schafft, darüber ein Buch zu schreiben. Also Becher schafft es nicht, darüber ein Buch oder einen größeren Text zu schreiben, was auch einfach interessant ist von der Wissenschaftsgeschichte her. Zu Krier ganz kurz, was so super interessant ist, Krier veröffentlicht ja 1985 dieses Buch über Albert Speer, was im Endeffekt wie eine englisch-französische Übersetzung des Buchs von Speer von 1978 ist, was ich gezeigt hatte. Und die Bauwelt gibt dann 1987 eine ganze Ausgabe zu diesem Buch heraus, in dem die Einleitung von Krier als Übersetzung, als deutsche Übersetzung erscheint und begleitet von 5 Artikeln, wo er wirklich verrissen wird. Und das ist auch total nachvollziehbar, weil das würde jetzt zu weit führen, aber Krier, wie er mit Speer umgeht, ist wirklich auch schwierig. Also er nennt ihn ja irgendwie den bedeutendsten Architekten des 20. Jahrhunderts
und seine Gebäude als die neuen Weltwunder. Und das Interessante ist, dass auch die Leserbriefe eigentlich sehr kritisch mit Krier umgehen. Und Max Becher schreibt nun als einer der wenigen in Leserbrief, wo er die Bauwelt kritisiert. Also er sagt zwar, dass er nicht mit Kriers Einschätzung von Albert Speer einverstanden ist, aber er wehrt sich dagegen, dass eine ganze Ausgabe jemandem gewidmet wird, um ihn quasi fertig zu machen. Und er sieht dahin quasi eine Art ideologische Architekturkritik. Und da ist es schon, das ist besonders. Und was es damit im Detail auf sich hat, kann man in diesem Buch nachlesen. Faschismus und Architektur, CCSA Topics 2. Die Autorin ist Friederike Lausch, ist herausgegeben von der Wüstenrot-Stiftung in Zusammenarbeit mit dem CCSA, von dem heute stellvertretend Carsten Rohl und Oliver Elser da waren. Vielen Dank auch an euch. Das Buch hat 276 Seiten, erscheint als bilinguale Ausgabe Deutsch und Englisch und wird dann für 15 € im lokalen Buchhandel bei Ihnen um die Ecke erhältlich sein. Vielen Dank euch dreien und wir geben an Friederike Meyer zurück. Auch von meiner Seite vielen Dank und ich denke, man darf auch diesem Buch alle Leser dieser Welt und ganz viel Aufmerksamkeit wünschen. Und wenn ich das so höre, dass das CCSA sich vorgenommen hat, jenseits der großen Namen und großen Prozesse, großen Bauten auch vor allen Dingen künftig die Prozesse zu beleuchten, dann darf man auch, glaube ich, gespannt sein, was in dieser Reihe demnächst erscheinen wird. Wir kommen jetzt zum nächsten Buch, aber bevor ich das ankündige, möchte ich nochmal für alle, die sich vielleicht zwischenzeitlich zugeschaltet haben, sagen, wo sie hier sind, nämlich auf einer gemeinschaftlichen Architekturbuchpräsentation der Architekturverlage anlässlich der Frankfurter Buchmesse. Wir können uns in den kommenden anderthalb Stunden noch auf drei weitere Bücher freuen und deshalb bleiben Sie auch bei uns und halten Sie sich auch den späteren Nachmittag noch frei, weil dann können Sie noch die besten Architekturbücher kennenlernen, die eine Jury des DAM Architecture Book Award ausgewählt hat und die heute Abend präsentiert werden. Jetzt, for our next book, I switch language and I speak in English. I'm happy to announce the Atlas of Digital Architecture. The book was published by Birkhäuser and has three contributing editors who are all here with us. I'm very happy, which is Urs Hirschberg from TU Graz, Ludger Hovestad from ETH Zürich, and Oliver Fritz from HTWG Konstanz. They are all on the screen right now. And I also welcome the author and writer, Sebastian Michael, who is here with us from London. And Sebastian works across disciplines in film and theater and print and online as a writer, editor, and performer and producer. And he will read to us from his book. But before that, I can say that I'm now very excited to hear about, because we all know that technology and architecture have become inseparable, and how the book will talk what it means to be an architect in times of computers and what it means to say goodbye to traditions and establish new means of and methods. And as I heard that the book doesn't focus on a manual, how to use all these technical devices, but wants to introduce tools for thinking, I get even more excited. And now I give the screen over to Ludger and Sebastian and Oliver and Urs. The screen is yours. Okay, herzlichen Dank für die Einführung. Ja, es ist eine aufregende Zeit. Wir sind eine Gruppe von Architekten, die an deutschsprachigen Hochschulen unterrichten und haben dieses große Buch, ich kann Ihnen das mal eben kurz zeigen, verfasst. Hier ist es ein gewichtiges, großes Buch mit fast 800 Seiten im DIN A4 Format. Und es ist eine lange Arbeit und Zeit gewesen. Und wir haben
drei Kollegen hier. Mein Name ist Ludger Hofestadt. Ich bin Professor an der ETH Zürich für digitale Architektonik. Wir haben dann Oliver Fritz, wenn du dich kurz vorstellst. Du musst deinen Mute-Button. Also mein Name ist Oliver Fritz, ich bin an der HTWG Konstanz als Professor tätig, eigentlich für den gleichen Bereich wie Ludger, also für die Digitalisierung in der Architektur. Und vielleicht muss man auch sagen, wir kennen uns schon seit 20 Jahren, wir drei. Ne? Geht mal gerade an den Urs weiter. Ja, mein Name ist Urs Hirschberg, ich bin, wie schon gesagt wurde, an der TU Graz, Institut für Architektur und Medien. Vielleicht könnte man erwähnen, dass das ganze Buch noch mehr Autoren hat als uns. Also ursprünglich kommt es aus diesem Arbeitskreis Architekturinformatik heraus, die quasi Professuren oder Lehrende an deutschsprachigen Hochschulen haben eigentlich alle das Problem, dass es ein richtig gut geeignetes Lehrbuch für dieses Fach nicht gibt. Und das war eigentlich ursprünglich der Anspruch, dass wir so ein Lehrbuch jetzt schaffen würden. Und ich glaube, Ludger, ja, es war wirklich eine lange Zeit. Der Ludger ist der Einzige, der das Buch schon auch schon in Händen hat. Er erzählt uns jetzt noch ein bisschen mehr darüber und vor allem zeigt das uns auch. Wir haben das noch gar nicht in Händen halten dürfen. Ja, und dann ist der vierte von uns, Sebastian Michael, und er spielt eine besondere Rolle. Wenn du dich kurz vorstellst. Du musst auch dein Mikrofon. Ja, Entschuldigung. Ich bin, wie Friederike schon so freundlich gesagt hat, Schriftsteller und Autor. Ich bin in London ansässig, ursprünglich aus der Schweiz. Ich bin nicht Architekt und nicht Informatiker. Ich bin ein Wortkünstler. Ich habe mehrere Theaterstücke geschrieben. Ich habe einen Roman geschrieben. Ich habe Drehbücher geschrieben und verfilmt. Das heißt, ich komme eigentlich zum Werk von einer ganz anderen Perspektive, nämlich von der Sprache. Und habe aber schon mit Ludger zusammen an mehreren Projekten gearbeitet. Wir haben mit Vera Bühlmann Genius Planets geschrieben und ich bin beitragender Autor zu Quantum City. Also wir hatten schon etwas Erfahrung im Zusammenarbeiten und Ludger hat mich dann der Gruppe vorgestellt und mich gebeten, hier mich mit meiner Sprache, mit meinen Worten anzuwenden. Wir werden das gleich sehen. Also die große Schwierigkeit für dieses Projekt war, dass wir 20 Autoren haben und wir eigentlich das aus einem Guss gerne ein Buch hätten. Und das mit so vielen Autoren hinzubekommen, das war uns unmöglich. Und Sebastian hat diese Aufgabe übernommen, die Dinge zu formulieren und zu glätten, sodass wir wirklich ein schönes, harmonisches Gesamtwerk haben, obwohl wir über 20 Autoren haben. Ja, worum geht es in diesem Buch und was macht das einmalig? Oder was ist das Alleinstellungsmerkmal, also Merkmal dafür? So, also klar, wir wissen, Computer sind überall. Und Architektur oder unser Leben ist ohne das Digitale nicht mehr denkbar. So, und das, was wir rundherum sehen, ist ein Feiern vom Digitalen. Und das ist immer, es erklärt immer, wie etwas geht oder wer hat etwas jetzt weiter auf die Spitze getrieben. Das heißt, es geht immer darum, was wir sehen, wie mache ich noch mehr Farben, wie kriege ich noch mehr Formen hin, noch mehr Materialien, wie kann ich in 3D das noch artifizieller drucken und so weiter. So, also wie mache ich etwas? Und dieses Treiben oder Pushen und quasi mit den Maschinen, das denken wir ist irgendwie speziell für unser Publikum, die junge Studenten, die anfangen wollen, Architektur zu studieren und sich zu orientieren, eigentlich nicht mehr richtig adäquat. Zudem, und auch weil wir sehen, die wir alle jetzt schon sehr lange in diesem Gebiet sind, ist, dass das Problem mit der Computerei eigentlich nicht ist, dass es alles kompliziert wird, sondern dass die Sachen einfach so unendlich einfach werden. Also alles das, was vor 5 Jahren schwierig war, wir kennen das mit Video oder jetzt diese Art von Konferenzen, das war ein Riesenaufwand vor 3 oder 5 Jahren gebraucht. Jetzt geht das irgendwie so und geht mit Mobiltelefon und so weiter. Und so geht das auch mit 3D-Druck, so geht das mit allen Dingen. Und jetzt fängt das an mit der künstlichen Intelligenz. Es wird einfach auf Knopfdruck immer da sein. So, das heißt, die eigentliche Herausforderung ist jetzt gar nicht mehr, wie mache ich etwas, weil das können die Maschinen halt,
und das machen die überall. Und so, sondern die Frage ist, wenn ich ein Architekt werden will in 2020, was mache ich da? Also was mache ich denn dann damit, wenn irgendwie alles so einfach geht? So, und deswegen haben wir sowas wie den digitalen Architekturplaneten genommen und beschreiben den und drehen den in 20, 25 verschiedene Perspektiven, und zwar als Episoden. So, und davon werden wir auch gleich ein paar Kostproben vom Sebastian hören. Also wir drehen den Planeten und erzählen das episodisch, wie das denn aussieht, wenn wir in Form von zum 3D-Drucken gehen, wenn wir auf Big Data gehen, wenn wir auf Privacy und Security gehen und oder wenn wir also Branding gehen und so weiter. All diese Aspekte, wir drehen einfach unseren Planeten. Wir glauben nicht, dass, das ist auch unterschiedlich, wir glauben nicht, dass das Digitale eine Revolution macht, sondern wir schreiben immer aus dem, was wir kennen, was uns vertraut ist, und holen den Leser ab und führen ihn in das Digitale ein, in diesem Aspekt, in dieser Perspektive auf unserem Planeten und erklären ihm, wo sind denn jetzt nun die Ansatzpunkte, wie man das, was man kennt, weiterspinnen kann über das Digitale. Also wo sind die Herausforderungen, wo sind die Möglichkeiten in dieser Perspektive. Und das sind also alles sowas wie Appetizer. Es ist kein Toolbook, es ist kein Kochbuch, es ist kein... es ist kein How-to-do oder Anleitungsbuch und so weiter, sondern es ist etwas, mit dem wir das Phänomen der digitalen Architektur anfangen zu setteln und schmackhaft zu machen für jemanden, der da neu einsteigt. So, und vielleicht spricht Sebastian jetzt über die Machart des Buches und wie wir vorgegangen sind, das zu schreiben. Ja, ich glaube, wie schon angedeutet wurde, wir haben eigentlich sozusagen nur online gearbeitet. Wir haben es sind insgesamt 24 Autorinnen und Autoren, Beitragende sind beteiligt. Und das bedeutet, dass wir schon lange vor Corona wir eigentlich unsere wöchentlichen Meetings hier und auch alle Gespräche per Skype damals noch in jenen vergangenen Tagen vor Zoom gemacht haben. Zu jedem Kapitel gibt es entweder einen individuellen Beitragenden oder ein kleines Team von normalerweise 2 bis 3 Leuten. In einem Fall sind es 5. Und die Arbeitsweise war einfach die, dass wir jedes Mal wurde mir von den Beitragenden jeweils ein Abstract zugestellt, das mehr oder weniger nach einem Format, das von den Herausgebern gestellt wurde, folgte. Und das waren normal 1 bis 2 Seiten oder so, die ich dann nahm. Und mit diesem vorbereitet hielten wir dann jeweils ein Gespräch, ein Interview von 1 bis 2 Stunden online. Und ich habe Notizen gemacht und mit diesen Notizen ausgerüstet und dem Abstract und in den allermeisten Fällen, sozusagen in allen Fällen, etwas zusätzlichem Research, habe ich dann eine erste Fassung des Kapitels geschrieben. Diese erste Fassung, und auf Englisch, also interessanterweise sind sozusagen alle, fast ausnahmslos alle unsere Gespräche auf Deutsch gewesen, während denen ich meine Notizen auf Englisch machte und dann natürlich das Kapitel, wie das Buch schlussendlich auch, schon auf Englisch geschrieben. Und diese erste Fassungen der Kapitel wurden den Beitragenden zugestellt. Es wurde diskutiert und verfeinert oder justiert. Und wenn es dann soweit war, wurde es normalerweise nach dieser zweiten Runde das Kapitel den Herausgebern vorgestellt in unseren wöchentlichen Meetings zusammen mit den Content Owners neu besprochen. Und dann, je nachdem, wie das empfunden wurde oder wie weit das Kapitel schon war, wurde es entweder noch weiterentwickelt oder auch in manchen Fällen konnte es bereits dann zu diesem Zeitpunkt mit einigen wenigen Änderungen oder auch mit kaum mehr Änderungen abgesegnet werden. Und so ging das eines ums andere. Und da auf diese Weise dauerte das eigentliche Verfassen des Atlas, glaube ich, knapp 2 Jahre oder so. Und diesem folgten dann rund 18 Monate des Aufräumens, Bilder einsammelns, Referenzen prüfens, mehrfachen Lektorats, in manchen Fällen natürlich Aktualisierens der Inhalte. Und ich glaube, wenn ich mich richtig entsinne, sind es nun
rund 3 Monate, die das Buch in Produktion gewesen ist. Und seit gestern oder möglicherweise vorgestern ist es tatsächlich physisch da. Und der Ludger hat es in den Händen. Und wir sind extrem froh, dass wir es jetzt nicht nur als Projekt, sondern in der Tat als eigentliches Buch vorstellen können. Okay, gucken wir mal rein. Ich guck mal, dass ich die andere Kamera kriege. So, also hier ist das ist nicht die Maus fürs Buch. So, also es ist sehr schwer, sehr schön. So, wir haben hier im Inhaltsverzeichnis, Sie sehen, das ist aufgebaut in verschiedene Gruppen. Wir haben diese 24 Kapitel. Das erste geht über Design, Creating the Geometries of Architectural Artifacts. Da geht es über 3D-Modeling, Data Acquisition, Design Strategies. Dann das eigentliche Fach Computer-Aided Architectural Design, Generative Methods. Und dann, wie an vielen Stellen, einen technischen Rückgrat. Und in dem Fall ist das Graph und Graphix, wo wir anhand von explizitem Code erklären, wie die Dinge tatsächlich konzeptionell zusammenhängen. So, das ist das, wie man Geometrien erzeugt. Dann gibt es eine Gruppe von Kapiteln über die Visualisierung, das heißt the Image and Color, Rendering, Visualization. Dann, was wir sehr wesentlich finden, ist, zurzeit ist das so, dass wir vor allen Dingen die Visualisierung, habe ich es falsch rum? Eieiei. Muss ich Ihnen das so zeigen? Nein. War alles richtig. Komisch, okay. Visualisierung. Was wir sehr wichtig finden, ist, dass wir so immer über die Positivität des Digitalen anfangen, so eingefangen zu werden, über die vielen Farben, die vielen Formen, über das Visuelle und so weiter. Und in wesentlicher Linie durch das Buch und dann die Emanzipationslinie vom Technischen, die wir anbieten dem Architekten, ist, dass wir sagen, eigentlich ist die Architektur eine sprachliche Aufgabe. Es ist etwas, mit dem wir neu schreiben lernen müssen und so weiter. Und deswegen geht es jetzt hier über Abstraktionen in der Architektur und über Sprache. So, das heißt Text und Layout, Scripting und dann wieder ein technisches Kapitel, Writing und Code. Dann geht es wieder, dass wir diese virtuellen Dinge in die Realität überbringen, the Physical Representation of Architecture, Meta and Logic, digitales Manufacturing, Model Making, 3D Printing. Dann sehr, sehr wesentlich mit dem Internet und der Distribution dort, Logistics, The Dynamic Representation of Architecture, Virtual and Augmented Reality, Simulationen, Geographic Information Systems, Digital Cities, Big Data and Machine Learning. Wieder ein Kapitel, was detailliert die Technologien vorstellt, im Code. Dann Coexisting, Interfaces and Modes of Collaboration, Being a Brand, da geht es um Branding von Architektur. Internet of Things, Collaboration und dann wieder ein technisches Kapitel Privacy and Security, weil wir finden, das ist wesentliche Geschichte. Und dann der Ausblick, was ist Information und was ist es, was uns bevorsteht, nämlich so etwas wie, wir würden behaupten, eine digitale Renaissance und einen digitalen, der digitale Mensch, der seine Welt anfangen muss, wieder neu zu domestizieren. Wir glauben nicht, dass das Ganze revolutionär ist in der Entwicklung. Deswegen ist das Buch sehr unaufgeregt und ruhig. Und deswegen haben wir diesen Atlas. Und wenn Sie das sehen, ist es sehr aufgeräumt. Es sind sehr viel Text, sehr viele Abbildungen, Zeichnungen. So, wir haben dann die Farbabbildungen gesammelt. Und also den Text separiert von den Bildern gemacht. Und Sie sehen, sortiert sich und zeigt sich dieses Buch. Das sind die Kapitel. Und wenn Sie dann hier diese technischen Leitfäden, wo das über Code präzise bestimmte Dinge, in diesem Fall das Writing and Code, da ist jetzt vorgemacht, wie Computer und Computersprachen funktionieren.
mit Grammatiken, Parametriken, wie die Roboter funktionieren und so weiter. Und dieser Code ist erstaunlicherweise immer vollständig. So ist das Buch organisiert. Wir haben auch, um das, die Sprachweise und die Argumentationen sind bewusst nicht übermäßig aktuell. Und um dann die Links immer aktuell zu halten, haben wir hier immer diesen QR-Code. Und da können Sie mit dem Phone drauf und kommen dann auf die Webseite mit dem entsprechenden hier Model Making. Und das muss ich jetzt hier ein bisschen, Und dann sind da die entsprechenden Links und die werden aktuell gehalten, sodass dieses Buch nicht so schnell ein Update braucht und wirklich als Atlas funktionieren kann. So, das ist das von meiner Seite. Und Sebastian, würde ich also bitten, dass Sie ein paar Leseproben bekommen, um einen Einblick zu bekommen, wie denn das jetzt klingt, das Buch. Ja, gerne. Ich werde dazu auch meinen Screen sharen, damit Sie das mitverfolgen können, mitlesen können. Ich habe drei sehr kurze Abschnitte gewählt. Einen Moment. Hier, das sollte jetzt für Sie sichtbar sein. Der erste, der stammt aus der Einleitung und das wurde bereits von Ludger angesprochen. Und das, ich will Ihnen einfach ein bisschen den Ton vorstellen, den wir angewendet haben und die drei verschiedenen Modi, wenn man so will, die ungefähr im Buch vorkommen. Das hier ist so mehr generell den Bogen spannend und das kommt aus der Einführung, aus der Einleitung. From Renaissance Man to Digital Human. Here, then, lies the first parallel that we are keen to highlight, as others have done and continue to do. We find ourselves in a situation that is in many ways not dissimilar to Europe in the 15th century. With the beginning of the Renaissance, centuries-old certainties about the world we lived in dissolved, and new science, new art, new philosophies, and new perspectives, both literal and metaphorical, opened up an entirely new understanding of this world, and therefore of going about interpreting and shaping it. Yet the term Renaissance itself makes it clear that all was not new, that much of this new conceptualization built on previously understood and used ideas. But the shift that took place then was categorical, far-reaching and groundbreaking, much as the shift which had taken place 2,500 years earlier, when Western civilization, as we are able to recognize it today, first emerged, and from which the Renaissance took so much of its inspiration. With our move into the digital age, our current era that is characterized by information technology or digitality, we similarly let go of many established certainties and ways of doing things, and are therefore not just called upon to adapt and adjust, though that too, but much more fundamentally, we are given the opportunity to completely reimagine our own role in relation to the things we do, the materials we work with, the works we create, and the people we share our cities, our spaces, and our culture with. We can ask ourselves a whole different type of question, such as, what is it I want to be today? Or wouldn't it be fantastic if I could design a building that understands me perfectly? Or where in the world do I want to be at home for the next hour or so? And also das heißt, aus der Einladung, wie auch schon bereits gesagt wurde, führen wir die meisten Kapitel mit einer Overview ein und dann einem historischen kurzen Abriss von wie wir zu der Position gekommen sind, in der wir uns heute befinden. Und hier lese ich Ihnen gerne aus dem Kapitel
Digital Data Acquisition einen kurzen Abschnitt vor, weil er gewissermaßen typisch ist für wie wir das handhaben. Wir versuchen anekdotisch und mit Episoden und mit persönlichen Geschichten die Inhalte einzubetten, wenn man so will. Hier aus dem Kapitel Digital Data Acquisition, Before Digital. One fine day in September 1858, a recently qualified governmental building surveyor called was being hoisted up in a basket along the outside wall of one of the turrets that adorns the Romanesque, Gothic, and Baroque architecture of Wetzlar Cathedral near Frankfurt in Germany. And something went wrong, and this 24-year-old, with a whole lifetime of living to do still ahead of him, very nearly fell 25 meters to his near certain death. The incident remained a near miss, but young Albrecht, shaken to the core, felt compelled to contemplate his mortality and, by some margin more useful to the rest of the world, to consider better, safer ways of measuring tall buildings. French army officer and scientist Émile Lucida today shares credit for the technology that Meidenbauer now developed and pursued over several decades, as he too, though in a much less dramatic fashion, realized that it should be possible to measure things that are at a distance from us, or high up, or in some other way difficult or dangerous to reach, by means other than actually physically having to get to them. And so even though they worked individually, they are now jointly recognized as the inventors and founders of photogrammetry, the use of photography to measure and establish the distance to scale between measuring points, from which subsequently evolved stereophotogrammetry, which applies the same principle to the end of reproducing measurable visualizations of three-dimensional objects, and which we'll be looking at a little more closely in just a moment. And abschließend, und ich glaube, wir haben dafür noch Zeit, ganz kurz ein paar Abschnitte, zwei Abschnitte aus einem Kapitel, wo wir einfach etwas erklären. Das kommt natürlich vor, dass wir einfach Dinge beschreiben müssen, so wie sie sind. Und hier nun aus dem Generative Methods Kapitel, und das ist mehr oder weniger nach dem Zufallsprinzip gewählt, damit ich nicht zu lange hier durch den Text scrollen muss, unter dem Untertitel Rules, Logic and Randomness, ein kurzer Abschnitt, der Ihnen das auch veranschaulicht. Now we want to introduce a rule. We do this by including a conditional statement in the code, starting with the operator if. The moment we do so, we can handle our field of cubes in a way that with the standard array command wouldn't be possible. What we are in fact saying is if, and only if, the following conditions are met, will a cube be placed at the specific location within the array. Here, we have generated a checkerboard pattern by adding the condition that the box should only be placed if the sum of the variables for x and y results in an odd number. The word mod stands for the modulo operator. This finds the remainder in a division of two numbers. So the expression 7 mod 3 would return 1, since 7 divided by 3 is 2, with a remainder of 1. This is a convenient way to establish whether a number, specifically a whole number or integer, is even or not. The expression x mod 2 always either returns 0 if it is an even number, or 1 if it is an odd number. Und das wär's, glaube ich, von mir. Okay, danke, Sebastian. So, das, was unser Buch auszeichnet, ist, und Sie sehen das an diesem Duktus, wir versuchen zwei Dinge. Wir versuchen jegwede Aufgeregtheit und Engagement in dieser Technologie rauszunehmen, sodass sich junge Architekten dieser Technologie gegenüberstehen können und sich einen Standpunkt einnehmen können dazu. Und dann ist es so, dass wir immer eine sehr starke Perspektive haben in die Vergangenheit und in die Tradition unserer Architektur, die wir einfach weiterspringen, weiterspinnen wollen.
wobei es uns hilft, dass es wirklich so ist, dass man diese Vorstellung, dass man meint, dass die Informationstechnik in den letzten 20 Jahren explodiert oder dass man dieses exponentielle Wachstum an diesen Sachen hat, die ist einfach nicht wirklich adäquat. Die Denkweisen sind alle 1880 bis 1920, die Mathematik, alle Grundlagen für die Programmiersprachen heute, sogar die Suchmechanismen, mit denen Google arbeitet, ist Mathematik von 1904, wo es dann Google 1998 ein Patent für bekommen hat. All das wird unaufgeregt erzählt und dass man ein bisschen Luft aus dieser aufgeregten Szene heute eben rausnimmt. Und so ist unser Atlas positioniert. Und das ist es von unserer Seite. Herzlichen Dank fürs Zuhören. Gibt es aber schon noch eine Abmoderation, oder? Ich schalte mich jetzt kurz wieder ein. Können Sie mich alle hören? Ich denke schon. Ja, danke an Sie alle für die Einblicke und auch, dass wir tatsächlich mal den Sound hören konnten. Ich glaube, das war das erste Mal, dass wir tatsächlich auch eine Lesung haben jetzt in dieser Reihe. Und ich denke, es ist ganz deutlich und gut deutlich geworden, dass diese 800 Seiten eine unglaubliche Tiefe und auch Breite zeigen und dass dort sehr, sehr viel zu finden ist aufgrund der Autoren. Und das finde ich besonders interessant, dass es eben in seinen 800 Seiten schweren Inhalt auch nicht veraltet. Bei dem Thema ist das ja der beste Gedanke, den man haben kann, dass es also auch mit einem digitalen Update gekoppelt ist, was indirekt auch auf das übernächste Buch nochmal hinweist, wo es ja kann auch um die Information von Print und Online geht. Ja, bitte? Noch eine kurze Sache. Also das Buch gibt es als Hardcover und als Paperback und es wird in 10 Tagen verfügbar sein. Da bat man mich drum, das noch zu erzählen. Und auch vom Pricing her sollte man vielleicht sagen, ja, dass wir da sehr die Paperback-Version eben auch für Studierende erschwinglich machen wollten. Also das ist ja wirklich spezifisch für, wie Ludger gesagt hat, für junge Leute, die sich ein umfassendes Bild, aber eben ein unaufgeregtes Bild dieser Szene machen wollen. Also für die Studierenden haben wir das auch entwickelt und dafür war dann auch wichtig, dass es nicht zu teuer wird und dass wir diese Paperback-Variante davon haben. Und ich glaube, es ist sehr schön geworden. Vielen Dank. Wir denken wahrscheinlich, es wird seinem Namen als Atlas sicherlich alle Ehre machen und möglicherweise auch sich zum Standardwerk in den Buchregalen mausern. Herzlichen Dank an diese Runde. Ich leite über nun zur nächsten Folge zu einem Buch, das indirekt an das vorletzte anknüpft und das Thema rechte Räume aufgreift und ganz aktuell in die Gegenwart transportiert. Es ist gerade in Druck, wird bei Birkhäuser voraussichtlich im November erscheinen in der Reihe Bauweltfundamente und sein Autor ist Stefan Trübi. Sein Name ist im Zusammenhang mit den rechten Räumen in der Vergangenheit häufiger gefallen. Stefan Trübi ist Professor an der Universität Stuttgart und Direktor des IGMA-Institut für Grundlagen moderner Architektur und Entwerfen eben dort. Er befasst sich seit langem mit dem Thema rechte Räume und hat immer wieder viel diskutierte Essays in die Debatte eingebracht. Und sein Buch, so heißt es in der Ankündigung, zeigt, wie die politische Rechte in Deutschland und darüber hinaus Architektur, die Stadt und das Land zu formen versucht. Und es fragt, und Stefan Trübi fragt unter anderem, inwieweit sich hierfür die sogenannte Mitte der Gesellschaft zur unfreiwilligen Helferin macht. Er versammelt darin 10 Artikel, die er selbst geschrieben hat. Zum Teil sind es die Langversionen von längst erschienenen Artikeln und auch 3 Gespräche. Einen davon erschien 2018 in der FAS und er trug den Titel Die Einstekturisierung des verrohten Bürgertums. Das mindestens sollte uns jetzt neugierig machen auf seinen Vortrag, den er uns zum Thema hält. Und wenn im Anschluss noch Zeit bleibt, werden wir uns noch darüber unterhalten. Bitte schön, Stefan Trübi.
Ganz herzlichen Dank, Frau Meyer. Ganz herzlichen Dank an den Birkhauser Verlag und ganz herzlichen Dank insbesondere an das Deutsche Architekturmuseum, um diesen, um diese Veranstaltung möglich zu machen. Ich freue mich ganz besonders, dass ich heute die Gelegenheit habe, dieses Buch vorzustellen, weil dieser bereits von Frau Meyer erwähnte Artikel tatsächlich auf eine Einladung des Deutschen Architekturmuseums zurückgeht. Legendäre Artikel. Wir haben das Haus am rechten Fleck, der in der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung im Jahre 2018 publiziert wurde und der zu doch vehementeren Debatten in den Feuilletons und darüber hinaus führte, war nur die Kurzfassung, eine Langfassung eines Artikels, der eben auf Einladung des Deutschen Architekturmuseums für diese wunderbare Ausstellung, die neue Altstadt im Deutschen Architekturmuseum geschrieben wurde, kuratiert von Peter Kachula-Schmal und Philipp Sturm. Ich komme an dieser Stelle zu einer Bildschirmfreigabe und möchte in der Hoffnung, dass Sie jetzt alles sehen, möchte zunächst auf das Cover zu sprechen kommen. Sie sehen hier ein Buchcover, ganz offenkundig in der tollen Reihe Bauwelt Fundamente erschienen. Alle, die Architektur studieren, kennen doch einige der Bände sehr gut. Und Matthias Görlich hat ja auch grafisch diese Reihe für den Birkhauser Verlag wiederbelebt. Und dieses Cover finde ich dann doch sehr, sehr gelungen. Dieses Cover, das die Grafiker des Birkhauser Verlages dann gestaltet haben. Wir sehen hier eine Fotografie, die ich im Jahre 2018 gemacht habe. Wir sehen das Kyffhäuser-Denkmal. Das Kyffhäuser-Denkmal in Thüringen. Aber wir sehen nur einen Teil dieses Kyffhäuser-Denkmals. Wir sehen nämlich nur den unteren Teil, nämlich Barbarossa sitzend, eben erwachend in einer Felsformation, einer sehr stimmungsvollen Felsformation. Und wir sehen hier also ein Fundament im wahrsten Sinne des Wortes. Das Fundament eines, ich möchte sagen, rechten Raumes. Warum? Weil der obere Teil des Kyffhäuser-Denkmals hier nicht zu sehen Kaiser Wilhelm I. zeigt. Also hier auf diesem Cover ist das Erste Reich, das Heilige Römische Reich, später genannt Deutscher Nation, zu sehen, das sogenannte Zweite Reich, repräsentiert durch Kaiser Wilhelm I., ist hier ersetzt durch das Fundament, der Bauwelt-Fundamentreihe und die dritten Reiche, die eben hier von Teilen der Protagonistinnen der rechten Räume fantasiert, halluziniert werden, die sind eben nicht zuletzt auch das Thema dieses Buches. Ich möchte an dieser Stelle auch das Backcover zeigen. Das Backcover, auf diesem Backcover ist wiederum eine Fotografie von mir zu sehen, entstanden im Jahre 2017 bei einer Begegnung, damals noch der Baustelle der neuen Frankfurter Altstadt. Und wir sehen hier den Krönungsweg, den doch einige Kaiser und Könige des Heiligen Römischen Reiches zu gehen hatten, gehen wollten, gehen mussten, um sich dann krönen zu lassen in Frankfurt. Also auch hier eine Art, vor allem touristisch motivierte, aber eben, ich behaupte eben nicht nur touristisch motiviertes Reenactment einer Reichsidee. An dieser Stelle ist es vielleicht ganz sinnvoll, über diese Rechts-Links-Dichotomie zu sprechen. Diese Rechts-Links-Dichotomie gilt ja spätestens seit vielleicht dem Ende, dem Fall des Eisernen Vorhangs als eine Art Überbleibsel der Geschichte. Ich möchte aber behaupten, dass jegliche Komplettaufgabe einer Rechts-Links-Dichotomie, die es ja bekanntlich erst seit der Französischen Revolution und kurz danach gibt, einer Entpolitisierung der politischen Debatte und auch der kulturellen architektonischen Debatte gleichkommen würde. Wir können ja auf täglicher Nachrichtenbasis auch erkennen, dass wir, obwohl es viele wollen, doch nicht so ganz um diese Rechts-Links-Dichotomie herumkommen. Ich warne aber mit diesem Buch und verschiedenen Artikeln in diesem Buch auch vor einer Unterkomplexität. Ich glaube in der Tat, dass es sehr viele
Gradienten, sehr viele Mischformen gibt, Mischformen, die man als Querfront bezeichnen könnte, Mischformen, aber auch die man als progressiver Liberalismus bezeichnen könnte. Vor allem möchte ich deutlich machen, dass es eine, so etwas wie eine doppelte Rechte und eine doppelte Linke zu geben scheint. Mit diesem Diagramm beziehe ich mich insbesondere auf einen Aufsatz des slowenischen Philosophen Slavoj Žižek. Wer mehr darüber wissen will, dem empfehle ich die Lektüre dieses Buches. Ich möchte aber dieses Diagramm vor allem deswegen zeigen, weil es mir natürlich nicht darum geht, Architekturen im Sinne von gebauten Artefakten in diesem Diagramm zu platzieren. Es gibt meines Erachtens keine Rechte, ebenso wenig wie es eine linke Architektur gibt. Es gibt meines Erachtens auch keine demokratische Architektur und auch keine faschistische Architektur. Es gibt schon gar nicht ein faschistisches Fachwerk, wie in manchen Repliken auch meine Intervention, meine publizistische Intervention versucht wurde darzulegen. Dieses Diagramm ist vor allem da, um Sprechakte, um Äußerungen, um Architekturtheorien, um Statements politisch zu verorten. In diesem Buch Rechte Räume geht es also weniger um gebaute Architekturen, sondern um Architektinnen und Architekten und Protagonistinnen und Protagonisten im weiteren kulturellen Feld. Ich als Architekturtheoretiker interessiere mich natürlich für gebaute Artefakte. Ich interessiere mich aber mindestens genauso dafür, was über Architektur so geschrieben, gesagt, publiziert und gepostet wird. Das als Eingangsbemerkung. Ich möchte im Folgenden nicht das Buch in seiner Gänze vorstellen, sondern nur Teile der Bildregie dieses Buches vorstellen. Ich habe mich doch stark bemüht, hier mit hoffentlich produktiven Gegenüberstellungen von Fotografien eine Art visuellen Begleitkommentar zu dem Geschriebenen anzubieten. Mit dieser Gegenüberstellung möchte ich vor allem deutlich machen, dass eine Kolossalordnung, die hier im Bild ist, oben zu sehen, das finnische Parlament in den 1930er Jahren in Helsinki errichtet, unten im Bild in den 1980er Jahren errichtet, das nordkoreanische Pseudo-Parlament, das sich in der Mansudae-Kongresshalle in Pyongyang befindet, das völlig unterschiedliche Ideologien, völlig unterschiedliche politische Systeme in zum Verwechseln ähnlichen Architekturen Platz finden können. Und dennoch möchte ich nicht sagen, dass das Verhältnis von Architektur und Ideologie völlig irrelevant ist. Im Gegenteil, ich möchte deutlich machen, dass Theorien, dass Absichtsbekundungen, dass jedes Gebäude, jedes Artefakt natürlich in ganz bestimmten politischen Kontexten und auch ökonomischen Kontexten entsteht, die uns zu interessieren haben, dass man aber im Umkehrschluss nicht sagen kann, dass eine Architektur in einem ganz bestimmten Stil nur in einem demokratischen, faschistischen etc. System entstehen könne. Es geht in diesem Buch Rechte Räume sehr stark, aber nicht nur um den deutschen, deutschsprachigen Kontext. Und ich versuche hier doch einige teils vergessene Architekturtheoretiker der sogenannten konservativen Revolution nicht zu aktualisieren, aber darzustellen, insofern, als sie in bestimmten politischen Milieus, auf die ich auch eingehe in diesem Buch, nach wie vor präsent sind. Und die Schlüsselfigur in diesem Prozess ist ein gebürtiger Schweizer Kulturtheoretiker, Philosoph, kann man vielleicht sagen, Theoretiker, vor allem Akteur der Rechten. Sein Name ist Armin Mohler. Er hat lange Zeit, interessanterweise, dass die Siemens-Stiftung in München geleitet, und in den frühen 1970er Jahren hat er Hans Hollein, den österreichischen Architekten, eingeladen, die Räumlichkeiten dieser Karl Friedrich von Siemens Stiftung im südlichen Schlossrondell um Schloss Nymphenburg herum neu zu gestalten. Und ich möchte behaupten, dass diese Zusammenarbeit von Armin Mohler auf der einen Seite und Hans Hollein auf der anderen Seite eine Art intellektuellen rechten Raum bildet. Ich möchte natürlich nicht sagen, dass diese wunderbaren Chromstützen und die Fußbodendetails, die wir hier sehen, auf irgendeine Art und Weise Rückschlüsse auf eine politische Ideologie erlauben würde. Aber interessant ist hier schon, dass Hans Hollein, der zeitgleich die Media Lines für die
doch demokratisch aufgeladenen Olympischen Spiele 1972 gestaltet hat und errichtet hat, dass dieser Hans Holland zeitgleich für eine zutiefst reaktionäre politische Position hier Räumlichkeiten schuf und auch im Bewusstsein sicherlich hier baute mit einem extrem konservativen, reaktionären und teilweise eben auch neofaschistischen Autor und Akteur zu kooperieren. In diesem Buch Rechte Räume mache ich dann eben auch verschiedene Figuren einmal mehr präsent, wie zum Beispiel den Leopold Ziegler, einen deutschen Philosophen aus dem ersten Drittel des 20. Jahrhunderts. Leopold Ziegler ist für die Leserinnen und Leser der Bauweltfundamente auch interessant, weil er in den Bauweltfundamenten wieder veröffentlicht wurde. Sein Buch Florentinische Introduktion wurde von Ulrich Konrads damals zum Teil der Bauweltfundamente gemacht. Leopold Ziegler erfreut sich gewisse Beliebtheit heute noch in rechten bis rechtsradikalen, auch teilweise rechtsextremistischen Kreisen. Marc Jonken, der AfD-Politiker, hat seine Doktorarbeit nicht zuletzt und nicht zufällig natürlich Leopold Ziegler gewidmet. Auf die Kontexte von Ziegler und Jonken gehe ich eben auch in diesem Buch Rechte Räume ein. Mir geht es aber auch darum, jegliche Hoffnungen auf eine dezidiert linke Architektur, das werde ich immer wieder gefragt, ein Stück weit zu enttäuschen. Natürlich könnte man jetzt anfangen, beispielsweise diese beiden Parteizentralen hier links im Bild, Führerbau, der berühmt-berüchtigte Doppelschlag von Paul Ludwig Trost in den 1930er Jahren München, Führerbau plus Verwaltungsbau für die NSDAP in München, ganz offenkundig eine Architektur, die versucht, eine sogenannte germanische Tektonik, auf den Begriff wird auch eingegangen in diesem Buch, zu aktivieren. Hier links im Bild zu sehen, ganz offenkundig eine Architektur der relativen Ewigkeit, der Statuarik, der Pseudostabilität. Rechts im Bild das Monument der Dritten Internationale, auch Taklin-Turm genannt, ein Entwurf aus den 1920er Jahren, ein Projekt aus den 1920er Jahren, kurz bevor die Sowjetunion auch gegründet wurde. Rechts im Bild sehen wir eben auch eine Parteizentrale, eine, wenn man so will, linke Parteizentrale, die sehr stark auf der Idee einer rotierenden Architektur aufbaute. Es gibt gewissermaßen drei Stockwerke in diesem Monument der Dritten Internationale. Das unterste Stockwerk sollte sich einmal im Jahr drehen, das mittlere Stockwerk sollte sich einmal im Monat drehen und das oberste Stockwerk, in dem sich eine Radiozentrale befinden sollte und TV-Station, sollte sich einmal pro Tag drehen. Also eine Art Gestirn, eine Kosmologie einer neuen, vermeintlich besseren Welt. In diesem Buch versuche ich auch eine Typologie der rechten Räume, einmal mehr möchte ich betonen, nicht im Sinne von gebauter Architektur, aber im Sinne von Raumgreifung zu etablieren. Ich beginne mit dem einsamen Haus, das aber nicht im Sinne eines Eremitendaseins missverstanden werden sollte, sondern eher in Richtung eines das in Richtung eines Hauses, eines Pioniers verstanden werden sollte. Botho Strauß zog mitten in den Diskussionen um seinen Spiegel-Essay mit dem Titel Anschwellender Boxgesang Anfang der 90er Jahre in dieses Haus nördlich von Berlin. Ich möchte dieses Haus auch als das Haus des anschwellenden Boxgesangs bezeichnen, weil eben hier auch im wörtlichen Sinne, aber auch im ideologischen Sinne etwas angeschwollen ist und dieser anschwellende Boxgesang natürlich bis heute eine Art Grundlagentext auch von Rechtsradikalen der Gegenwart darstellt. Die Gegenüberstellung ist vielleicht für manche nachvollziehbar. Ich stelle hier das Haus von Botho Strauß, dem Haus von Björn Höcke gegenüber, einem ebenfalls relativ einsamen Haus, das sich aber schon in einem Dorf befindet, das, wenn man den Ideologien als Björn Höcke folgen wollte, hier im Grunde eine Art doch ethnisch bereinigte, in Anführungsstrichen, Landstrich darstellen soll, mit diesem Björn Höcke-Haus eben als einem von mehreren ideologischen Zentren. Eine dritte Typologie, die ich versuche darzustellen, wäre das
das Gemeinschaftsgebäude für die Einübung, auch die rituelle Einübung von Gemeinschaftserfahrungen. Ich stelle in diesem Kontext beispielsweise Schnellroda vor, das Haus, das sogenannte Rittergut von Götz Kobitschek und Ellen Kositzer, aber auch beispielsweise das Schloss, in dem sich der Neonazi Hoffmann vor einigen Jahren erstand und in dem er noch heute lebt. Karl-Heinz Hoffmann, besser bekannt für manche unter dem Begriff seiner Privatarmee, seiner zeitweiligen Privatarmee, Wehrsportgruppe Hoffmann. Ich gehe in diesem Text auch der Frage nach, weshalb Rittergute, Schlösser, Burgen eine so wichtige Rolle in der räumlichen Verfasstheit von Rechtsradikalen und Rechtsextremisten spielt. Ich sage das natürlich bewusst als jemand, der überhaupt nichts gegen diese Schlösser und Rittergute hat, aber ich frage nach der Symbolpolitik. Ich frage auch nach dem Symboldatum, dem Hassdatum für viele Rechtsradikale namens 1789 und die Sehnsucht nach einer alten Welt, einem Ancien Regime mit vermeintlich natürlichen Gesellschaftsordnungen. Ich frage dann in einem weiteren Schritt, ich untersuche in einem weiteren Schritt eine weitere Typologie, in der es sehr stark eben um die Frage nach dem Verhältnis von Mahnmalen und Denkmälern geht. Hier versuche ich eine Debatte aufzumachen zwischen dem bereits erwähnten Kyffhäuser-Denkmal oben links im Bild und dann den Diskussionen um das Holocaust-Memorial von Peter Eisenman, das sich gerade von rechtsradikaler bis rechtsextremistischer Seite natürlich doch einige Vorwürfe gefallen lassen musste. In einem weiteren Schritt versuche ich darzulegen, dass es durchaus eine rechte, wenn man so will, Metapolitik auch in den Innenstädten, insbesondere in Deutschland, gibt, die sehr stark mit dem Begriff der Rekonstruktion zu tun haben. Ich betone einmal mehr, dass ich natürlich keineswegs sagen will, dass jegliche Rekonstruktionen rechts seien. Das will ich nicht sagen. Aber es ist eben auch kein Zufall, und das versuche ich deutlich zu machen, dass in mindestens zwei, wenn nicht noch mehreren Bauprojekten in Deutschland, Rekonstruktionsprojekten in Deutschland, namentlich der Garnisonkirche in Potsdam, aber auch der neuen Frankfurter Altstadt, Handlungen von Rechtsradikalen einen relativen Nullpunkt markieren dürften. Mir ist auch klar, dass natürlich die Rekonstruktion der neuen Frankfurter Altstadt eine sehr komplexe Entstehungsgeschichte hat, aber interessant ist eben, dass die erste politische im Sinne einer parlamentarischen Initiative der jüngeren Zeit natürlich nicht zufällig von Rechtsradikalen aus der Gruppierung der Bürger für Frankfurt stammte. Und Philipp Sturm, der Co-Kurator der neuen Altstadt-Ausstellung im Deutschen Architekturmuseum, hat mir freundlicherweise dieses wunderbare Foto hier rechts unten im Bild zur Verfügung gestellt, wo man Mike Josef, den Frankfurter Planungsdezernenten, bekanntlich SPD-Mitglied, gemeinsam mit Michael Guntersdorf, also dem Geschäftsführer der Dom-Römer GmbH, rechts im Hintergrund sieht und vorne links im Bild stolz und still den Moment genießend, sieht man eben Wolfgang Hübner, einen rechtsradikalen Lokalpolitiker in Frankfurt, der eben diesen ersten parlamentarischen Antrag für die Rekonstruktion der neuen Frankfurter Altstadt eingegeben hat. Wie gesagt, diesen Moment still genießend. Ich gehe auch in diesem Buch auf die größeren politisch-ökonomischen Kontexte des Rechtsruckes der letzten Jahre und Jahrzehnte ein. Stichwort Neoliberalismus, Stichwort Ende des Bretton Woods-Abkommens. Ich bewege mich hier in einem Terrain, das natürlich von Theoretikern und Intellektuellen wie David Harvey bereits sehr gut bestellt wurde. Mache aber auch deutlich, dass eben anders als David Harvey, die es verschiedentlich versucht hatte darzulegen, eben das Ende des Goldstandards, das mit dem Ende des Bretton Woods-Abkommens einherging, eben nicht nur durch pseudostabile kompensatorische Scheinstabilitäten im Sinne von Geschichtsanspielungen begleitet wurde, sondern dass wir uns mittlerweile nach Jahrzehnten Einübung in neoliberalen Wirtschaftspraktiken eben auch an eine
nicht zufällig in eine Architektur der rhetorischen Instabilität, insbesondere bei Bankgebäuden, gewöhnt haben. Hier links im Bild eine Bankzentrale von Philip Johnson und John Birchie, in der Mitte im Bild eine Bankzentrale von Thom Mayne und rechts im Bild im Hintergrund sehen wir eben die EZB-Zentrale in Frankfurt am Main, errichtet bekanntlich von Coop Himmelblau. Ich gehe in diesem Kontext eben auch darauf ein, dass es natürlich zu Kurzgriffe, Rekonstruktionen immer in Richtung eines politischen Konservatismus, einer Rechtslastigkeit sozusagen zu schieben. Man muss gleichzeitig, denke ich, anarchokapitalistische Ideologeme, wie sie insbesondere von Patrick Schumacher repräsentiert sind, bekanntlich dem Leiter von Sarah Ditt Architects in London, ich denke, kritisieren und zumindest thematisieren, dass dieser Patrick Schumacher eben auch immer wieder beispielsweise die Tweets eines Markus Krall, einem AfD-nahen Akteur, der das allgemeine Wahlrecht einschränken will, auf Menschen, die nicht Staatsgelder im Sinne von BAföG oder Hartz IV, wie gesagt, einschränken will. Einmal mehr möchte ich betonen, dass Rechte Räume, das Buch, natürlich einen starken Fokus auf Deutschland und den deutschsprachigen Raum insgesamt legt, aber es gibt auch immer wieder den Blick in andere Länder, nach Ungarn beispielsweise, aber eben insbesondere auch in die USA. USA deswegen, weil hier natürlich sehr exemplarisch ein europäisches Kolonisationsprojekt, das auf dem Rücken erstens von Sklaven und zweitens auf dem Rücken der indigenen Bevölkerung vonstatten ging, zu thematisieren ist. Und ich zeige in diesem Buch eben die höchst verstörenden räumlichen Aneignungspraktiken, die durch diese Raumgreifung vonstatten ging. Das Buch, der Redaktionsschluss dieses Buches war kurz vor der schrecklichen Ermordung von Floyd und den damit einhergehenden Black Lives Matter-Diskussionen. Aber viele der Themen, die hier in diesem Buch angesprochen sind, sind natürlich noch einmal wesentlich aktueller geworden als noch im März, April. Ja, ich möchte langsam aber sicher zum Schluss kommen. Ich zeige hier natürlich auch die Räumlichkeiten von Finanziers, von Milliardären wie den Koch-Kotsch-Brüdern, die sehr stark die rechte Wende, die Patriot-Bewegung, aber auch andere, die Tea Party-Bewegung finanziert haben. Ich zeige einerseits deren Wissenschafts- und Firmencampusse. Gleichzeitig zeige ich aber eben auch Architekturen mitten in Manhattan. Wir sehen hier im Bild, rechts im Bild, Johnson Birchies State Theater, das eben seit geraumer Zeit Koch Theater heißt, weil David H. Koch hier 100 Millionen Dollar gespendet hat, um dieses Bauwerk zu sanieren. Und ich schließe dann mehr oder weniger mit einem Blick in die aktuelle Lage in den USA und insbesondere hier natürlich in diese verstörende Nähe einerseits von Lagern für Kinder, die von ihren Eltern getrennt wurden an den Grenzen der Vereinigten Staaten, und kontrastiere diese räumlichen Praktiken eben mit Bewegungen wie Make Federal Buildings Beautiful Again, und hier das erste Gebäude, das vielleicht nach dieser Ideologie errichtet wurde, ist der Thames Pavilion im Park des White House, und eine wichtige Akteurin für das Design war hier Melania Trump. An dieser Stelle möchte ich ganz kurz schließen und möchte betonen, dass die Essays im Grunde im Jahre 2019 enden, nicht zufällig im sogenannten Bauhausjahr. Und ich schließe insofern mit einem doch sehr verstörenden Foto, und zwar den Dankesprotesten sozusagen von Dessauer Neonazis, die sich bei dem Bauhaus Dessau bedanken dafür, dass sie eine
ein Konzert einer antifaschistischen Band namens Feine Sahne Fischfilet verhindert hat. An dieser Stelle möchte ich gerne meine Bildschirmpräsentation beenden und erwarte gerne Fragen und vielleicht auch Kommentare von Ihnen, liebe Frau Meyer. Ja, vielen Dank, Herr Trübi. Die Zeit erlaubt uns leider nur noch eine Rückfrage. Sie haben so ausführlich von diesem, man darf wirklich sagen, enormen Sprengstoff beladenen Thema und Buch berichtet. Die Frage bezieht sich auf die Tatsache, dass es ja Texte versammelt, die zum großen Teil alle schon veröffentlicht wurden. Das heißt, Sie haben ein Publikum gehabt, diese Texte, und Sie sprechen ja zum großen Teil auch Personen an, die noch leben, die sich also auch noch, ich sage jetzt mal, wehren können, die beziehungsweise vielleicht nicht einverstanden sind mit den Zuschreibungen, die Sie ihnen hier zugedenken. Wie waren für Sie die Reaktionen auf die Texte bisher, und was erwarten Sie oder welches Publikum möchten Sie mit dem Buch künftig erreichen? Ich erwarte einerseits eine Fortsetzung der Debatte in Architektinnen und Architektenkreisen, andererseits, und das haben die letzten zwei Jahre auch schon ganz gut gezeigt, eine Erweiterung der Architekturdebatte in größeren kulturellen Feldern. Nicht umsonst werden wir sehr stark wahrgenommen, werde ich sehr stark wahrgenommen, meine Texte sehr stark geworden in einem Theaterkontext, in einem Kunstkontext, in einem Kontext der Historiografie und der Soziologie. Und ich denke, es geht hier um das Ende der architektonischen Harmlosigkeit. Ich glaube, als Student genoss ich es sehr, in London zu studieren. Ich zog in den 90er Jahren nach London und empfand diese doch sehr stark polarisierte Debatte zwischen den Traditionalisten um Prince Charles auf der einen Seite und den Hightech-Protagonisten um Rogers auf der anderen Seite, als eine sehr befruchtende Debatte, die eben sehr stark auch den internationalen Erfolg britischer Architektur ermöglicht hat. Ich wünsche mir eine ähnlich stärkere Polarisierung auch für den deutschen Architekturdiskurs. Ich denke, der Wunsch, den Konsens heißig zu sprechen, erzeugt nicht immer sehr gute architektonische Ergebnisse. Dann danke ich Ihnen für diese Arbeit, die Sie tun, und wünsche dem Buch genau das, dass es ein großes Publikum erreicht und eine hitzige und ernsthafte Debatte bereichert und vielleicht auch erstmal überhaupt anstößt. Und wir müssen nämlich leider schon zum nächsten Buch kommen, Herr Trübi, herzlichen Dank, weil wir müssen nämlich ganz pünktlich auch fertig werden heute aufgrund der Buchverleihung, die einfach anfängt, ohne dass wir sie stoppen können. Und wir kommen nun last but not least zur letzten Vorstellung des heutigen Nachmittages. Sie ist mehr ein Projekt, kann man sagen, und steht vielleicht vor allem dafür, dass es im jahrhundertenalten Medium Buch auch immer noch Innovationen gibt, nämlich die Verbindung von Print und Online. Und diese eröffnet nicht nur neue Möglichkeiten und Herausforderungen des Publizieren, sondern sie schafft auch neue Optionen für Zusammenarbeit. Und dazu übergebe ich jetzt gleich an Rebecca Kiesewetter, die nächste Runde vorstellen wird. Vielen Dank. Vielen Dank, Friederike. Und herzlich willkommen an alle zu diesem Gespräch über die neue hybride monographische Reihe Edition Intercom GTA, einem Joint Venture der beiden Zürcher Kleinverlage GTA und Intercom. Der GTA Verlag ist am Institut für Geschichte und Theorie GTA, der ETH, situiert, und Intercom ist eine Art Grassroots-Initiative von ETH-Historikerinnen. Mein Name ist Rebecca Kiesewetter. Mit mir hier sind Niki Riener und Max Stadler vom Intercom und Moritz Gleich von GTA. Sie werden in der nächsten halben Stunde die neue Reihe vorstellen und über die Art ihrer Zusammenarbeit und die Motivation dahinter sprechen. Am Ende des Gesprächs werden wir vielleicht noch etwas Zeit finden, uns über die Chancen und Risiken von Kooperationen kleiner Verlage auszutauschen. Bevor wir loslegen, erst einige Informationen zu uns.
Moritz Gleich studierte Publizistik und Medienwissenschaften an der Freien Universität Berlin, der Bauhaus-Universität Weimar und der University of California in Santa Barbara. Nach Abschluss des Studiums wurde er wissenschaftlicher Assistent am Institut für Geschichte und Theorie, GTA, der ETH Zürich. Zudem lehrte und forschte er am Medienwissenschaftlichen Institut der Uni Basel und der Bartlett School of Architecture in London. Seit 2019 leitet er den GTA-Verlag. Niki Riener und Max Stadler haben zusammen mit Nils Güttler, der heute nicht hier ist, 2018 den Intercom Verlag gegründet. Dies mit dem Hintergedanken, als Historikerin selber an den Bedingungen des gegenwärtigen akademischen Publizierens mitzuarbeiten. Seither entwickeln die drei zusammen mit anderen Leuten hybride Publikationsformate. Niki arbeitet an der ETH Zürich zur Wissensgeschichte der Feldforschung in den Peripherien Europas. Max forscht zur Geschichte von Hightech in der BRD, zurzeit am IFK in Wien. Ich selbst bin Kunsthistorikerin und Historikerin, habe lange im Verlagswesen gearbeitet und mich daneben forschend mit experimentellen Publikationsformen befasst. Zurzeit mache ich eine PhD am Center for Post-Digital Cultures an der Coventry University, wo Fragen des wissenschaftlichen Open Access Publizierens im Vordergrund stehen. Ich werde das Gespräch mit einer ersten Frage eröffnen, und zwar geht die zur Edition Intercom GTA als solche, die als Kooperation zweier Verlage, die in ganz unterschiedlichen Disziplinen verankert sind, aufgegleist ist. Mögt ihr zuerst ganz kurz etwas dazu sagen, wie diese Kooperation ausschaut und worin sie in groben Zügen besteht? Ja, gerne. Ich fange mal an. Unsere Kooperation besteht in der Entwicklung von zwei monographischen Buchreihen, die am Ende individuell bespielt, also inhaltlich bespielt werden sollen, die individuell vertrieben werden sollen, die auch in einem sehr geringen Grad, das werden wir sehen, individuell gestaltet werden sollen und auch eigene Arbeitstitel haben zumindest, also Intercom-Edition oder Edition Intercom und GTA-Edition. Gleichzeitig erfolgt aber die konzeptuelle, die gestalterische und eben auch die technische Entwicklung gemeinsam beziehungsweise im gemeinsamen Auftrag durch die beiden Verlage. Die Reihen sollen beide hybrid funktionieren, was zunächst mal nichts anderes heißt, als dass sie parallel gedruckt und digital erscheinen. In welcher Form oder die Details dazu haben wir vielleicht später noch, da haben wir sicherlich später noch Gelegenheit zu besprechen. Und das ist auch zugleich der Hauptgrund für die Kooperation, dass eben digitales Publizieren in der Regel eine Infrastruktur, eine technische Infrastruktur benötigt, wenn man es in einer gewissen Art und Weise angehen möchte, die ein höheres Investment an Wissen, an Zeit und an Geld erfordert als üblich in der Entwicklung eines Buches oder einer Publikationsreihe. Also ganz banal gesagt ist Programmieren teurer als Gestalten. Dass das im Grunde die Motivation, der Grund ist für uns, diese Arbeit mal versuchsweise aufzuteilen. Und was damit reinspielt, ist, dass diese Infrastruktur, die es benötigt, gleichzeitig ohnehin in der Regel, wie das mit Infrastrukturen so üblich ist, im Hintergrund bleibt und nur bedingt sichtbar wird. Also wir entwickeln im Grunde gemeinsam eine eigene und unabhängige Grundlage, auf der die beiden Verlage dann mit ihren jeweiligen Projekten und Inhalten aufpfropfen können. Deswegen auch dieser vielleicht etwas ungewöhnliche Name oder Begriff Joint Venture im Titel unserer Veranstaltung. Das klingt so nach Big Business, heißt aber eigentlich nichts anderes als geteiltes Wagnis. Und dass Büchermachen ein Wagnis ist, das wissen wir, glaube ich, alle. Es gibt ein Bild aus der Früh, das ist deswegen auch
nur unter Vorbehalt zu betrachten. Es gibt ein Bild aus der Frühphase der Entwicklung dieser Reihen, das ich gerne teilen möchte, weil es, glaube ich, zumindest für das analoge oder das physische Ende dessen, was wir vorhaben, sprechend ist. Also man sieht, es geht um Reihen mit unterschiedlichen Namen, es geht um unterschiedliche Titel, aber steht ein gleiches Format im Raum, es steht ein ähnliches Design im Raum. Also das ist jetzt wirklich ein Sonderfall, dass hier das gleiche Bild oder ein Testfall noch, wenn man so will, dass hier das gleiche Bild auf beiden Covern verwendet wird. Ja, so viel vielleicht als ersten Überblick. Max, Niki, mögt ihr das ergänzen oder zumindest was zu den weiteren beteiligten Akteuren sagen? Ja, gerne. Vielleicht fange ich gleich mal an und hallo erstmal. Genau, das Bild haben wir auch deshalb kurz zeigen wollen, einfach um deutlich zu machen, es handelt sich hier zwar um eine Joint Venture von den dreien, die hier gerade im Bild sind oder die hier mitsprechen, aber maßgeblich daran beteiligt von Anfang an sind die Grafikerinnen Reinhard Schmidt und Nadine Wüthrich und der Entwickler Urs Hofer. Und das Bild ist insofern erstmal eine erste Visualisierung von der also Buchseite, die da oder der Printausgabe, die da entstehen soll. Und was man auch schon sieht, ist, dass es um relativ kleine Bücher geht. Vielleicht können wir darüber dann nachher nochmal sprechen, Moritz. Oder sozusagen, was sind das eigentlich für Texte, die in diesem Format Platz finden? Und ich glaube, dass das irgendwie etwas war, was uns beide interessiert hat. Sozusagen der Inhalt, der hier eine Form finden soll. Und was wir beide geteilt haben, war das starke Interesse am Text. Ich finde es gerade spannend, dass du auch vom Architekturverlag herkommend dich damit beschäftigst. Und es war auch uns ein Anliegen, bei Intercom eigentlich einfach starke Texte und Essays zu publizieren. Und das in einem Format, das eben hybrid ist. Also man sieht hier die gedruckte Version oder so, wie sie dann vielleicht mal aussehen könnte. Genauso wichtig wird aber die Webausgabe sein. Darüber können wir sicher auch später noch sprechen. Max, hast du noch hier einen Schub dazu? Oder? Ich glaube, wir sollten vielleicht im Sinne des Zeitmanagements voranschreiten. Ja, vielleicht könnt ihr nochmal, also ihr habt das schon so ein bisschen erwähnt, die Motivation, die hinter dieser ganzen Kooperation steht und wie überhaupt so, um nochmal ganz zu den Anfängen auch zurückzugehen, wie habt ihr euch kennengelernt und wie seid ihr drauf gekommen, gemeinsam zu arbeiten? Weil das ist ja in so einem akademischen, im weitesten Sinn Publikationsbereich auch nicht unbedingt Alltag. Ja, ich schlage vor, ich lege nochmal los. Ich habe letztes Jahr den GTA-Verlag, der ja schon eine lange Geschichte hat, übernehmen dürfen. Und da war von Anfang an klar, dass wir weiterhin das hochwertige gedruckte Buch kultivieren möchten, dass aber auch gleichzeitig starker Nachholbedarf in Bezug auf digitales Publizieren besteht. Das einmal als Notwendigkeit, also um ein Beispiel zu geben, der SNF, der größte schweizerische Forschungsförderer, fördert schon seit einiger Zeit nur noch digitale bzw. Open Access Publikationen, aber auch als Gelegenheit. Ich bin überzeugt, dass bestimmte Inhalte, also vor allem als Hochschulverlag, zumindest auch im Netz zu finden sein sollten und dann idealerweise auch attraktiven Weg im Netz zu finden sein sollten. Gleichzeitig war von Anfang an klar, dass wir im GTA-Verlag neue Formate entwickeln wollen. Ich glaube, der Verlag ist eher bekannt für großformatige, gewichtige, das kann man auslegen, wie man mag, Publikationen. Und ja, es gab von Anfang an die Idee, vielleicht auch mal in kleinere, schnellere und vor allem auch günstigere Formate zu denken. Aus ganz verschiedenen Gründen, aber aus einem ganz konkreten Grund auch, dass es darum gehen sollte, die Schwelle in den Verlag zu
verringern. Also und zwar Schwelle im Sinne von Leserinnen, weil man solche Bücher, wenn man sie günstiger produzieren kann, natürlich auch günstiger anbieten kann, aber vor allem auch die Schwelle für Autorinnen. Das ist, glaube ich, kein Geheimnis, dass Publizieren in der Schweiz oder Bücher machen in der Schweiz sehr teuer ist, und das macht es einfach für uns schwierig, mit nicht schweizerischen oder vielleicht sogar auch nicht zentraleuropäischen Autorinnen und Autoren zusammenzuarbeiten. Es macht es aber auch ganz allgemein schwierig, mit jüngeren Forscherinnen und Forschern zusammenzuarbeiten. Und ja, das war die Motivation, über andere Formate nachzudenken. Zuletzt glaube ich, dass es gerade einem Hochschulverlag gut ansteht, auch Experimente zu wagen in Bezug auf Publizieren und, wenn man so will, vielleicht auch sowas wie angewandte Forschung am Buch oder am Publizieren zu betreiben. Und ja, vor dieser Motivationslage war ich schon eine ganze Weile auf Intercom aufmerksam geworden als Zürcher Akteur. Die hatten kurz zuvor, ich glaube, es war 2017 oder 2018, 2018. Mit einem Format, 2018 mit einem Format auf sich aufmerksam gemacht, muss man wirklich sagen, das Äther heißt. Aber dazu und was eure Motivationslage hinter dem Ganzen ist, sagt ihr wahrscheinlich am besten selber was. Gut, also Moritz hat es ja schon erwähnt, wir hatten in diesem hybriden Publishing-Feld sozusagen ein bisschen Erfahrung schon gesammelt. In dieser Reihe Äther, die Niki vielleicht gleich mal zeigen wird, im Folgeprojekt Kasch, die beide sowohl digital als auch als Printformat vorliegen. Beide waren sehr, sehr ausgerichtet auf eine Art und Weise auf das Mischen von Bild und Text. Und Niki hatte es ja schon erwähnt, dass wir auch mit der Idee gespielt hatten, eine kleinere taschenbuchartige Reihe zu machen, wo dieses Bildlastige in den Hintergrund treten würde. Und insofern, als Moritz uns dann kontaktiert hatte, war relativ schnell klar, dass da unsere Interessen konvergieren oder sich schneiden. Also Niki zeigt gerade die erwähnte Webseite von Äther. Niki, willst du noch was dazu sagen? Ja, genau. Also hier bin ich gelandet in der inzwischen dritten Ausgabe. Es sind weitere 3 bis 4 in Entstehung. Das war also unser erster Versuch, noch nicht als Verlag, sondern einfach als Angestellte der ETH hybrid zu publizieren. Das Ganze ein Resultat einer Lehrveranstaltung und hat aber schon eigentlich vor allem den Hintergrund, dass wir auf Bedürfnisse reagiert haben, die zu dem Moment und immer noch eigentlich sehr virulent sind für Geisteswissenschaftler und Geisteswissenschaftlerinnen. Und zwar einfach verschiedene. Also einerseits der Open Access Druck, den Moritz auch schon erwähnt hat, aber auch einfach formal. Also dass man irgendwie das Bedürfnis hatte, mal zusammen mit Grafikerinnen und Entwicklerinnen auszuprobieren, was ist da eigentlich möglich. Auch auf infrastruktureller Ebene kann man hier Formate finden, die ein bisschen anders mit auch visuellem Material umgehen. Das war das eine, aber auch ganz stark kann man das, diese Verbindung von Online und Print vielleicht so machen, dass sich das nicht mehr widerspricht, sondern sich ganz sinnvoll ergänzt. Und also ganz zentral war das erste Projekt, was so auf diese Bedürfnisse aus den Geisteswissenschaften heraus reagiert hat. Also ein Projekt sozusagen von Wissenschaftlerinnen für, in diesem Fall, für die Lehre. Wir haben dann ein zweites Format entwickelt seither. Wir sind damit jetzt im Sommer online gegangen. Das Buch ist gerade eben erschienen. Das heißt Kasch. Das ist in dem Fall jetzt ein Publikationstool für Forschungsgruppen. Mit einem ähnlichen Anspruch, also dass man hier wiederum mit anderem Bild, Material und Medien arbeiten kann. Genau. Und vielleicht kurz den Ball zurück. Moritz, ich meine, vielleicht kannst du noch mal sagen, was daran dich genau interessiert hat oder wie eigentlich wie dieser hybride Gedanke dich auch, ich glaube, darüber haben wir am Anfang zuerst gesprochen, oder? Und die monografische Reihe, das war dann eigentlich eher Zufall, dass wir gemerkt haben, okay,
Jetzt eigentlich der nächste Schritt, der uns interessiert, der ist bei uns beiden eigentlich relativ ähnlich. Darf ich auf das gerade antworten, Rebecca? Ja, ich denke eben, dass einerseits halt so diese Hybridität oder so eure irgendwie Attraktion, auch da was auszuprobieren, sehr zentral ist und vielleicht auch jetzt, weil wir langsam dem Ende schon zugehen, auch, dass ihr vielleicht versucht, so ein bisschen auf eure Erfahrungen mit der Umsetzung von so hybriden Formaten in einer Struktur, die sich das vielleicht nicht unbedingt gewöhnt ist, vielleicht noch so ein bisschen beschreibt, wie das für euch, was da die Schwierigkeiten und auch Herausforderungen und Potenziale sind, die ihr noch seht. Ich glaube, man muss dazu vielleicht noch einen Satz, Moritz, oder den man dazu sagen kann, wieso das Hybride überhaupt Sinn macht in dem oder worauf das hinauslaufen würde und was das für Herausforderungen dann, wie du sagst, Rebecca, mit sich bringt. Ich meine, von außen betrachtet könnte man jetzt sagen, okay, ihr habt uns Webseiten gezeigt, dazu gibt es Bücher. Erstmal heißt Hybrid anscheinend nur, dass das irgendwie als Buch und als Webseite erscheint. So weit, so gut. Ich glaube, unser Anliegen war tatsächlich zu experimentieren, was heißt Open Access in das Buch? Was heißt dann, wenn wir als Verlag, den wir dann anschließend an ETA gegründet haben, was heißt das eigentlich, wenn man immer konsequent alles, immer beides macht? Und das andere war, dass es tatsächlich auch einfach einen technischen Aspekt hat dahinter. Also, dass man sich eine technische Infrastruktur entwickelt, die beide Ansichten generiert, nämlich das Druck-PDF und die Webseite. Also wir haben da, wir setzen sozusagen den Produktionsprozess von diesen Büchern und Webseiten anders an und beides, Aether und Cache, sind Browser-Based Publishing-Formate, also die nicht mit InDesign arbeiten, sondern die beide über ein Web-CMS gesetzt sind. Genau. Dafür, ja. Also was man da ergänzend vielleicht dazu sagen kann, weil wir jetzt sowohl Niki als auch ich, als auch Moritz, ja praktisch eher aus der Wissenschaft kommen oder aus der wissenschaftlichen Content-Provider-Seite sozusagen. Was da so jetzt jenseits von dieser technischen Sache eigentlich einen Reiz ausmacht, ist, dass das eine gewisse Verflüssigung der Rollenaufteilung mit sich bringt, ne? Weil es eben nicht mehr so aussieht unbedingt, dass der oder die Autorin das fertige Manuskript hinlegt und dann wird es praktisch in die Pipeline geschleust, sondern es ist immer sozusagen der ganze Prozess ein bisschen interaktiver, weil die diversen Rollen von Gestalterin bis eben Autorin mehr in so einem Hin- und Her-Prozess aufgehen auf eine Art und Weise. Also das ist ein Reiz, oder ich weiß nicht, ob es nur ein Vorteil ist, aber es macht es auf jeden Fall interessant. Wie ist das für dich, Moritz? Teilst du diese Einschätzung und Erfahrungen? Oder? Ja, also was ich dazu zu sagen habe, ist natürlich mit Vorsicht zu genießen, weil ich es zum ersten Mal mache, während Niki und Max es zum dritten Mal machen. Aber was mich daran reizt, ist eben auch Print und Online von Anfang an gleichwertig zu denken und eben nicht als Derivat voneinander und eben mit der Entwicklung eines Inhalts so weit wie möglich zu gehen, bevor man abzweigt in die unterschiedlichen Medien. Und das eröffnet natürlich viele Möglichkeiten. Es eröffnet natürlich offen gesprochen auch sehr viele Beschränkungen. Aber egal, wie man es nimmt, es löst ein Nachdenken über die unterschiedlichen Medien aus. Und das ist natürlich was sehr spannend ist, weil eben sich, die potenzieren sich, die Medien, aber wenn man sie zusammen ernsthaft zu Dank denkt, beschränken sie sich natürlich auch. Und dadurch zu navigieren, das ist, kann man fast schon als Erkenntnisprozess dann beschreiben. Aber wir sollten vielleicht auch noch ganz kurz, das spielt ja eine Rolle, das ist auch das, woran sich jetzt schon in der Entwicklung reibt natürlich, wir sollten vielleicht noch ganz kurz auf die Inhalte zu sprechen. Genau, also es ist, ich glaube, das wird auch das Letzte sein, was wir noch dazu kommen anzuschauen. Also ihr habt jetzt langsam an oder mit dieser Kollaboration angefangen, habt, glaube ich, schon erst, wie kann man das nennen, Prototypen bereit oder erste Versionen. Und vielleicht könnt ihr das noch kurz zeigen, ein bisschen was über die Inhalte auch sagen und vielleicht ganz zum Schluss noch so ein bisschen verraten, wie das weitergehen wird, inhaltlich. Fangen wir doch mal an.
Danke, Rebecca. Fang ihr doch mal an, Niki und Max, und dann fülle ich auf quasi. Okay, also Niki hat es ja schon angetippt, dass es bei uns hier eher um Texte gehen sollte, kurze Texte oder so thesenstarke Texte, was ein bisschen motiviert war, einfach aus dieser aus dem Feld, aus dem wir kommen, Wissenschaftsgeschichte, Technikgeschichte. Genau, und ich glaube, die erste Ausgabe ist wirklich eigentlich, da muss man auch gar nicht so viel zu sagen. Wir haben erst eigentlich ein Manuskript, Entschuldigung, Max, wenn ich dich unterbreche. Ich glaube, Moritz möchte nachher auch noch zu seinem Text was sagen. Das wird ein Text von Robert Leucht sein mit dem Arbeitstitel Der Ingenieur Grammatik eines Hoffnungsträgers. Und wir zielen auf nächsten Herbst für eine erste Ausgabe, also Moritz und wir auch. Genau. Ja, ganz schnell noch in den verbleibenden 3 Minuten. Also unser erster Titel in dieser Reihe wird von André Tavares kommen. Den kennt man selber als Verleger von Daphne Editora und als Autor von The Anatomy of the Architecture Book. Das ist im Grunde ein Folgeprojekt, was wir publizieren wollen und ist aus einer jahrelangen Beschäftigung von André mit Vitruv-Editionen entstanden. Und zwar hat er sich, anders als viele Dutzende, vielleicht hunderte andere Forscher, weniger die Inhalte dieser Vitruv-Editionen als deren Materialisierung und Gestaltung angesehen. Daher auch der etwas launige Titel Vitruvius Without Text. Das ist ein sehr schönes Forschungsprojekt. Gibt ein sehr schönes Buch, bin ich überzeugt. Es ist aber natürlich vor allem auch ein schöner Titel, um eine neue Architekturbuchreihe zu beginnen, nämlich mit einem Band, der sich mit dem vielleicht wichtigsten Architekturbuch aller Zeiten auseinandersetzt. Und vielleicht 1 Minute haben wir noch. Gibt es inhaltliche Perspektiven, wie sich das weiterentwickelt? Entwickelt sich das parallel oder zusammen oder voneinander weg? Könnt ihr da schon was sagen? Oder? Max, willst du oder was? Ein bisschen früh zu sagen, aber ich glaube, derzeit sieht so aus, als ob wir noch eine Zeit gemeinsam da durchschiffen werden. Ah, ich habe eher gedacht, inhaltlich. Achso, ja, nee, also bei Entschuldige. Achso. Ich hoffe, ihr macht das lange zusammen. Nee, also bei uns, wie gesagt, hatten wir schon vor, was im deutschsprachigen Raum einfach unserer Ansicht lang ein bisschen unterbelichtet ist, die Technik, wissenschaftliche Themen zu pushen oder Inhalte. Bei uns wird es erstmal ein offenes Vehikel bleiben für Geschichte und Theorie der Architektur. Sehr gut. Vielen herzlichen Dank. Wir hätten noch viel, viel länger weitersprechen können, denke ich. Es wäre auch schön gewesen, noch ein bisschen Fragen aus dem Publikum zu haben, was bei diesem Format nicht möglich ist. Aber wir hoffen natürlich, es hat allen Spaß gemacht zuzuhören und wünschen euch allen eine gute Preisverleihung und bis bald. Vielen Dank. Dankeschön. Danke euch, danke Rebecca Kiesewetter für die Vorstellung von dem noch jungen Projekt des hybriden Publizierens an die Zürcher Verlage Intercom und GTA. Wir sind jetzt am Ende von 3 Tagen Architekturbuchpräsentation. Wir haben an 3 Nachmittagen seit Mittwoch 15 Bücher und Buchprojekte vorgestellt bekommen. Wir haben die Gesichter, die Macher, die Herausgeberinnen, Autorinnen und Verleger kennengelernt und sprechen gehört. Und ich darf sagen, dass ich sehr dankbar bin dafür, dass ich mit David Kasparek und Katrin Formanek Teil des Moderatorinnen-Teams sein durfte. Und ich habe jetzt zum Schluss noch die angenehme Aufgabe der Danksagungen an alle, die hinter diesem wunderbaren experimentellen Projekt stehen. Danke an Jutta Bornhold Cassetti von der Presseabteilung der Verlage Birkhäuser und Jovis für die Idee und Entwicklung. Danke an Michael Kraus von M-Books für die Umsetzung und technische Durchführung.
Dank an Paul Knopf, der im Hintergrund immer die richtigen Screens und Gesichter auf den Kanal geschaltet und wieder abgeschaltet hat. Danke an Gisela Graf für die Kommunikation. Und last but not least, Dank an Hannes Drissner von Spectorbooks für die grafische Gestaltung. Und danke an das Deutsche Architekturmuseum in Frankfurt, an Peter Schmal, der uns die Kanäle für diese Veranstaltung bereitgestellt hat und dem ich jetzt quasi die Runde in die Hand gebe, die Zuschauer, die schon da sind, die jetzt hoffentlich mit uns allen auf den anderen YouTube-Kanal wechseln, um dort die Preisverleihung des DAM Architectural Book Award zu verfolgen. Dem DAM wünsche ich eine schöne Veranstaltung und allen nominierten oder teilnehmenden Büchern wünsche ich, dass sie unter den Preisträgern sind.